Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Und ich darf als ersten Redner den Bundeswirtschaftsminister ans Pult bitten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ihnen vorgelegte Bundeshaushalt trifft wichtige wirtschaftliche und politische Weichenstellungen. Wir sorgen in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs und hoher Steuereinnahmen dafür, dass die staatlichen Defizite nicht weiter steigen. Man kann dem Bundesfinanzminister nur zu diesem Bundeshaushalt gratulieren und sozusagen in sozialdemokratischer Freundlichkeit sagen, Sie sind wirklich ein wahrer Keynesianer, weil spare in der Zeit, dann hast du in der Not, steckt hinter der ganzen Idee. Aber man muss wirklich sagen, ich finde es ein großartiges Zeichen für unser Land, dass wir es schaffen, ausgeglichene Haushalte zu erreichen. Und ich glaube, das sollte alle hier im Parlament freuen, meine Damen und Herren. Weil man dem Finanzminister dafür wirklich gratulieren muss und das ein großer Erfolg ist, will ich ein paar Bemerkungen zu diesem Thema machen. Denn die Grundlagen für diesen Haushalt haben viele gelegt. Die Bundeskanzlerin hat gestern schon darauf hingewiesen, es sind vor allen Dingen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die mit ihrer Leistungsfähigkeit diesen wirtschaftlichen Aufschwung sozusagen tragen, der uns zu den Steuereinnahmen verhilft, die wir haben. Und ohne die wirtschaftlichen Bemühungen, ohne das Engagement von Industrie und verarbeitendem Gewerbe, von Dienstleistungen, Mittelstand, kleinen Unternehmen und übrigens inzwischen auch immer mehr dem Tourismus nach Deutschland, wären solche Chancen überhaupt nicht erreichbar. Aber auch die Politik hat richtige Rahmenbedingungen gesetzt. Das begann unter SPD und Grünen, als sie den verhängnisvollen Weg anderer europäischer Länder zu glauben, man müsse nur noch auf Finanzmärkte und Internet setzen und könne verarbeitendes Gewerbe und Industrie und produzierendes Gewerbe vernachlässigen, nicht mitgegangen sind. Das ist der Grund, warum wir heute in Deutschland besser dastehen als viele andere Länder in Europa. Wir sind ein Land, das nicht über Reindustrialisierung reden muss. Und das ist die Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolges. Aber auch die Politik anderer Koalitionen hat eine Menge dafür getan, dass wir gemeinschaftlich in der letzten großen Koalition den Vorschlag einer Schuldenbremse des damaligen Finanzministers in die Verfassung gebracht haben, war richtig. Und es zeigt sich, dass wir sie auch brauchen, um, sagen wir mal, allen Versuchungen zu widerstehen. Und auch die letzte Bundesregierung hat diesen Konsolidierungskurs und die Schuldenbremse im Blick gehabt, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes organisiert. Und deswegen noch einmal, es ist ein Ergebnis vieler unterschiedlicher Partner in Wirtschaft, Gesellschaft, Gewerkschaften und auch hier im Hause. Und deswegen finde ich, sollte das Haus auch insgesamt stolz darauf sein, dass dieses Land diesen Konsolidierungskurs eingehalten hat, meine Damen und Herren. Ganz nebenbei ist es weder wirtschaftlich vernünftig noch sozial gerecht, wenn hart erarbeitete Steuergelder zu immer größerem Teil für Zinsen aufgewandt werden müssen. Wir konsolidieren den Haushalt aber nicht nur, sondern fahren zugleich die Investitionen hoch. Dass wir da noch besser sein könnten, ist völlig unstrittig. Aber in dieser, auch viel besser, keine Frage, aber in dieser Legislaturperiode mit 5 Milliarden Euro in der Verkehrsinfrastruktur zu beginnen, Herr Kollege Bartsch, und 9 Milliarden Euro mehr für Bildung und Wissenschaft zur Verfügung zu stellen, ist jedenfalls kein kleiner Schritt. Auch das, finde ich, ist bemerkenswert an diesem Haushalt. Meine Damen und Herren, mit den politischen Entscheidungen der Koalition sichern wir die Energiewende und schützen zugleich industrielle Arbeitsplätze. Wir beleben mit dem Bundeshaushalt die Binnennachfrage und stärken die Tarifautonomie. Gute Löhne, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind kein Zeichen der Schwäche, sondern sind ein Zeichen der Stärke unseres Landes. Und wer Menschen nach jahrzehntelanger Arbeit ohne Rentenkürzung in die Rente gehen lässt, gefährdet nicht künftige Generationen, sondern benimmt sich schlicht anständig gegenüber den eigenen Eltern. Weder gute Löhne noch gute Renten sind etwas, für die sich das Land schämen muss. Sie sind Zeichen des Zusammenhalts und der Gerechtigkeit in unserem Land.
Dass es Menschen mit nicht ausreichenden Renten gibt, ist kein Argument dafür, dass Ihre Fraktion dagegen stimmt, Menschen nach 45 Versicherungsjahren keine Abzüge bei der Rente zu machen. Eigentlich müssten Sie dafür sein. Wir beide können ja mal Leute besuchen, die 45 Jahre Schichtarbeit gemacht haben, und Sie erklären denen, warum Sie es für gerechtfertigt halten, denen Rentenabzüge zu geben. Können wir ja mal machen. Die Erwerbsminderungsrente übrigens verbessern wir in diesem Haushalt auch. Von daher glaube ich, Sie scheinen sich ja getroffen zu fühlen, das verstehe ich an Ihrer Stelle, aber Sie brauchen ja einfach nur zustimmen, dann nimmt die Betroffenheit ab, meine Damen und Herren. Etwas mehr als 100 Tage nach dem Amtsantritt beweist die Bundesregierung in diesem Haushalt Handlungsfähigkeit. Und was noch wichtiger ist, die Menschen stehen hinter den zentralen Projekten dieser Regierung. Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes wollen solide Haushalte und abnehmende Verschuldung. Die Bürgerinnen und Bürger stehen mit überwältigender Mehrheit hinter dem Mindestlohn und ebenso hinter der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren. Sie stehen hinter der Anerkennung von Erziehungsleistungen der Mütter in der Rente ebenso, wie sie es richtig finden, dass wir mehr Geld für Kindertagesstätten, Bildung und Hochschule ausgeben. Und unsere Bürgerinnen und Bürger wollen auch eine bessere Finanzausstattung der Kommunen, und sie wollen die Energiewende. Aber eine Energiewende, die nicht mehr im Treibsand politischer Verantwortungslosigkeit versinkt und nicht mehr im Nebeneinander und Gegeneinander von Interessen und Lobbyistengruppen feststeckt, sondern politisch vorangetrieben wird. Eine Energiewende, die uns wieder Planungssicherheit gibt, Versorgungssicherheit und die aufhört, Kostenexplosionen zu ignorieren. Alle diese Forderungen der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes finden Sie in der Politik dieser Regierung in ihrem Anfang der ersten 3 Monaten und auch im Bundeshaushalt wieder. Sicher, viele Fragen sind noch offen. Nicht alles ist fertig. Wie sollte es das auch sein? Aber nach etwas mehr als 100 Tagen im Amt hat diese Regierung inzwischen mehr geleistet als andere Regierungen in einer vollen Legislaturperiode, meine Damen und Herren. Der Kompass, Sie konnten die Erfahrung noch nicht machen, weil Sie noch in keiner Regierung waren, aber dafür sorgen Sie ja selber ständig. Also, mir soll es nicht liegen. Ja, über den Rest, Herr Kollege Kauder, reden wir dann aber auch noch mal. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kompass, der uns leitet, ist die soziale Marktwirtschaft, nicht eine angeblich neu definierte, sondern die alte und immer noch aktuelle Idee, dass sich Arbeit für alle lohnen soll, dass Leistung und Solidarität ebenso zusammengehören wie Freiheit und Verantwortung. Nach mehr als 2 Jahrzehnten öffentlicher Diskreditierung hat sich die soziale Marktwirtschaft wieder als das eigentliche deutsche Erfolgsmodell herausgestellt. Und jetzt wollen wir dafür sorgen, dass diese soziale Marktwirtschaft wieder etwas bedeutet für die Menschen in unserem Land. Deshalb wollen wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich unternehmerisches Engagement und Selbstständigkeit lohnen, dass Mittelstand seine Innovationskraft und Flexibilität erhält und die Globalisierung nutzen kann. Deshalb wollen wir starke Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, die gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen aushandeln. Aber weil das in den letzten Jahrzehnten oft anders war, wollen wir Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, auch vor Altersarmut in einem reichen Land schützen. Die soziale Marktwirtschaft Ludwig Erhards und Karl Schillers ist unsere eigentliche Stärke. Wer sie unter dem Etikett neu abschaffen will, der, glaube ich, wird in unserem Land scheitern. Meine Damen und Herren, die wirtschaftlichen Prognosen für unser Land sind gut. Die Zunahme der Ausrüstungsinvestitionen und eine deutlich gestiegene Binnennachfrage sind dafür verantwortlich. Mit dem im Haushalt des Wirtschaftsministeriums veranlagten Programmen wie dem Zukunftsinnovationsprogramm Mittelstand oder der Aufstockung der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung fördern wir diese Entwicklung. Beide Programme übrigens beinhalten nach wie vor einen starken Förderanteil für die ostdeutsche Wirtschaft, was angesichts der immer noch existierenden Strukturschwäche der ostdeutschen Bundesländer auch richtig ist. Aber es gibt auch Risiken für unsere wirtschaftliche Entwicklung. Natürlich der Konflikt um die Ukraine. Ich jedenfalls glaube, dass es richtig ist, der russischen Regierung und dem russischen Präsidenten klarzumachen, dass Europa mehr ist
als in eine ökonomische Zweckgemeinschaft. Aber ich finde es genauso richtig, dass die Bundeskanzlerin und allen voran der Bundesaußenminister sich darum bemühen, jede Möglichkeit zur Deeskalation zu nutzen. Das Gegenteil, Spekulieren über Militärstärke oder das ständige Rufen nach Wirtschaftssanktionen jedenfalls befördert weder die Entwicklung für den Frieden in Europa noch die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes und im Rest Europas. Ich finde, es ist eine kluge Politik, auf der einen Seite zu zeigen, dass wir uns unsere Werte nicht abkaufen lassen, auf der anderen Seite auch immer wieder Einladungen zurückzukehren, zu Verhandlungen auszusprechen. Aber auch im eigenen Land gibt es genug Schwierigkeiten und Herausforderungen, vor denen wir stehen. Das ist der Fachkräftemangel und das ist natürlich die Energiepolitik. Wir haben in Deutschland ein weltweit einmaliges Experiment begonnen, die Transformation unserer Energieversorgung vom fossilen und nuklearen Zeitalter in das Zeitalter erneuerbarer Energien. Keine Frage, wir sind mit 25% Anteil erneuerbarer Energien am Strommarkt und Hunderttausender neuer Arbeitsplätze in diesem Bereich sehr erfolgreich auf diesem Weg. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir die Komplexität der Herausforderung unterschätzt haben. Das politische Leitmotiv der ich kann niemandem raten, sein eigenes Handeln zu überprüfen, das müssen Sie selbst tun. Aber die Tatsache, dass gerade Ihre Partei, meine übrigens auch, alle, die dafür waren, Erneuerbare auszubauen, ein Leitmotiv hatten unter der Überschrift je schneller, je besser und nicht je planbarer, je besser, das war ein Fehler in der Vergangenheit. Und das sollten wir auch offen sagen. Nicht je schneller, je besser ist richtig, sondern je planbarer und berechenbarer, desto besser. Wissen Sie, die Situation ist ja nicht so, dass sozusagen diese Bundesregierung jetzt sozusagen die Politik der letzten Jahre zu verantworten hat. Nur zum Teil jedenfalls. Aber wissen Sie, wenn wir heute feststellen, dass die Stabilität in Netzen von den Übertragungsnetzbetreibern unter Hinzurechnung von Kernkraftwerken im Ausland, die wir seit Jahren geschlossen sehen wollen, sicherstellen, dann muss es ein Problem in der Art unserer Energiewende geben. Und wer da wegschaut und erklärt, alle anderen sind schuld, man selber hat sozusagen keinen Anteil daran, es neu zu strukturieren, der wird jedenfalls für Planbarkeit und Berechenbarkeit nicht sorgen, meine Damen und Herren. Das zu verändern dient das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz mit berechenbaren Ausbaukorridoren, neujustierter Förderung, durchaus auch gekürzter Förderung und seinen Schritten zur Marktintegration auf dem Weg zu Ausschreibungen. Ich bin sehr froh, dass alle politischen Konstellationen in den Ländern, nicht nur die, sozusagen, bei denen die Parteien der Bundesregierung angehören, sondern alle erklärt haben, dass sie diesen Weg für richtig halten und gesagt haben, dass sie das Gesetz im Bundesrat nicht anhalten und aufhalten werden. Das ist ein großer Fortschritt, meine Damen und Herren. Dass wir zeitgleich auch die Gespräche mit der EU-Kommission zu einem erfolgreichen Abschluss bringen konnten und die deutsche Wirtschaft vor unzumutbaren Belastungen freihalten konnten, ist nicht irgendein Nebeneffekt, sondern ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Unterstützung in unserer Bevölkerung für die Energiewende beibehalten. Wer glaubt, die Gefährdung hunderttausender Industriearbeitsplätze hätte keine Auswirkung auf die Unterstützung der Energiewende, der irrt sich gewaltig. Nur wenn wir zeigen, dass industrieller Erfolg, Klimaschutz und Energiewende zusammenpassen, nur dann erhalten wir in unserer Bevölkerung die Zustimmung und übrigens nur dann bekommen wir im Ausland Unterstützung für unseren Weg. Wir wollten doch beispielhaft sein und keinen deutschen Sonderweg gehen. Und damit mal deutlich wird, dass wir hier nicht nur irgendeinen Industrielobbyismus von Großkonzernen reden, sondern vom Überleben vieler Mittelständler, nur mal ein paar Beispiele. Eine Papierfabrik mit 250 Mitarbeitern zahlte bisher 65.000 Euro an EEG-Umlage. Nach Auffassung der EU-Kommission hätte das auf über 400.000 Euro steigen sollen. Ein Unternehmen der Verpackungsindustrie zahlte bisher 135.000 Euro und sollte nun 1,5 Millionen zahlen. Beide Unternehmen hätten ihre Finanzkraft in den kommenden Jahren nicht mehr in die Entwicklung ihres Unternehmens und übrigens schon gar nicht in gute Löhne stecken können,
sondern wären zu massiven Kostensenkungsprogrammen gezwungen gewesen. Die Zeche hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen gezahlt, und die wären uns für die Energiewende mit Sicherheit verloren gegangen, meine Damen und Herren. Und auch in der Industrie sieht es nicht anders aus. Ein Chemieunternehmen zahlte bisher bereits 735.000 Euro EEG-Umlage und sollte nach Auffassung der EU-Kommission in Zukunft 15 Millionen Euro jährlich zahlen. 15 Millionen Euro. Das Unternehmen hätte schlicht das Land verlassen müssen, wenn es nicht seine wirtschaftliche Existenz hätte einstellen wollen. Nur diese wenigen Beispiele, von denen gibt es Dutzende. Und wenn man die ersten Vorschläge der Kommission angeht, hätte es Hunderte davon gegeben, machen deutlich, was wir hier geschafft haben, ist die Sicherung nicht nur von ein paar großen Unternehmen, sondern von vielen hundert mittelständischen Unternehmen in unserem Land. Und das war dringend geboten, meine Damen und Herren. Das war dringend geboten. Was in den 80er und 90er Jahren die Arbeitskosten waren, das ist in Zukunft, sind es Energie- und Rohstoffkosten. Das bestimmt die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes. Und das war der Grund, warum wir monatelang um den Erhalt der Arbeitsplätze gerungen haben. Und ich danke ausdrücklich, ich sage es mal in der umgekehrten protokollarischen Reihenfolge, dem nicht anwesenden Chef des Bundeskanzleramtes, Peter Altmaier, und der deutschen Bundeskanzlerin, dass sie uns nachhaltig und von Anfang an unterstützt und begleitet haben. Ohne die Zusammenarbeit in der Regierung wäre das mit Sicherheit nicht gelungen. Meine Damen und Herren, jetzt wird eingewandt, den Preis dafür zahle der Verbraucher. Dazu muss man erstens wissen, dass von den 450.000 deutschen Unternehmen gerade 2.000 eine teilweise oder völlige Befreiung erhalten. Die Wirtschaft insgesamt trägt mehr als 7 Milliarden Euro, fast genauso viel bei der EEG-Umlage bei wie die privaten Verbraucher. Und wenn wir nun die gesamten Befreiungen für die deutsche Wirtschaft aufgegeben hätten, manche haben das ja gefordert, würde sich die Entlastung eines Drei-Personen-Haushaltes bei ca. 40 Euro im Jahr bewegen. Mal abgesehen davon, dass Sie hier in Berlin im Zweifel weit mehr sparen können, indem Sie den Stromanbieter wechseln. Was hilft es uns eigentlich, wenn wir 40 Euro im Haushalt sparen, aber diejenigen, die den Haushalt im Erwerbseinkommen haben, zu Hunderttausenden ihren Arbeitsplatz in Deutschland verlieren? Außerdem lenkt die Debatte von einem eigentlichen Problem ab. Die Debatte um die Verteilung der EEG-Umlage lenkt von dem Problem ab, dass sie inzwischen zu einer massiven Belastung geworden ist. Wir können doch nicht so tun, als ob die Steigerung der EEG-Umlage in wenigen Jahren, in den letzten Jahren sozusagen kein Problem wäre, sondern das hat was zu tun mit mangelnder Berechenbarkeit, das hat was zu tun mit mangelnder Planung. Und deswegen glaube ich nicht, die Industriebefreiungen sind das Problem, sondern eine in den letzten Jahren drastisch gestiegene EEG-Umlage. Und deswegen müssen wir diese Entwicklung jetzt durchbrechen. Und die ersten Schritte dafür haben wir getan. Sicher, vieles fehlt noch. Der Netzausbau geht zu langsam voran. Der Emissionshandel in Europa liegt am Boden. Und deswegen haben wir in Deutschland viel zu hohe Braunkohle-Emissionen. Wir brauchen ein neues Strommarktdesign, und wir müssen dringend die Fragen nach der Zukunft des konventionellen Kraftwerksparks und der Stadtwerke beantworten. All das steht jetzt auf der Tagesordnung. Meine Damen und Herren, eine der großen Herausforderungen der Energiewende bleibt dabei die Steigerung der Energieeffizienz. Seit Jahren reden wir von ihrer Verdopplung, und seit Jahren schaffen wir das nicht. Auch wenn der Energie- und Klimafonds in diesem Haushalt steht, der ist wegen des am Boden liegenden Emissionshandels unsicher und viel zu gering ausgestattet. Und gerade im Bereich der Einsparung von Wärme und Raumwärme und Warmwasser liegen eigentlich die großen Chancen für Verbraucher und Wirtschaft. Deshalb werden wir in den kommenden Jahren hier wesentlich mehr schaffen müssen. Investitionen in die Energieeffizienz sind genauso wichtig wie Zukunftsinvestitionen in die öffentliche Infrastruktur. Auch wenn wir in diesem Haushalt erste Schritte nach vorn machen, ich jedenfalls sage, lesen Sie ihn einfach, dann werden Sie merken, die Investitionen, die wir machen, gerade im Bereich Energieeffizienz, sind wesentlich zu gering. Meine Damen und Herren, wer diese Herausforderung kennt, der ärgert sich übrigens vor allen Dingen über diejenigen,
die sich der Solidarität in unserem Land für solche Aufgaben entziehen, indem sie zwar alles mitnehmen, was das Gemeinwesen zu bieten hat, aber für Steuergerechtigkeit nur Hohn und Spott übrig haben. Und der erste Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit ist nicht die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, sondern dafür zu sorgen, dass die, die in diesem Land eigentlich steuern müssten, es auch tatsächlich tun, meine Damen und Herren. Damit das auch von meiner Seite aus mal klar gesagt wird, nicht nur, weil wir es im Koalitionsvertrag stehen haben, wird es in dieser Periode keine Steuererhöhung geben, sondern auch deshalb, weil kein Mensch in Deutschland es verstehen würde, wenn wir angesichts sprudelnder Steuereinnahmen öffentlich jetzt erklären, wir hätten zu wenig und müssten sie erhöhen. Ich hoffe, Sie klatschen jetzt gleich auch noch. Was aber auch niemand versteht, ist, dass in einem Gemeinwesen wie Europa wir seit Jahren tatenlos zusehen, dass jeder Bäckermeister in Deutschland höhere Steuersätze zahlt als große multinationale Unternehmen, nur weil sich in Europa eine Steueroase aussuchen können. Ich glaube, dass das eine zentrale Bedingung ist und Aufgabe für die kommende Europawahl. Herr Kauder, ich erspare Ihnen jetzt, damit das Lachen bei Ihnen doch bleibt, den Hinweis darauf, wie zu dieser Frage die beiden Spitzenkandidaten sich unterschiedlich positionieren. Das erspare ich jetzt. Aber unsere gemeinsame, der eine hat das Modell, das ich kritisiere, zum Geschäftsmodell seines Landes gemacht, und der andere will es verändern. Und deswegen glaube ich, wenn wir über Steuergerechtigkeit reden und wenn wir über mehr Mittel reden, die wir für die Infrastruktur, für Energieeffizienz und Bildung brauchen, dann müssen wir dafür sorgen, dass Schritt für Schritt dort, wo die Wertschöpfung entsteht, auch die Steuern bezahlt werden und nicht durch Verschiebung in Steueroasen innerhalb der Europäischen Union große Konzerne nicht mal 10% der Steuern bezahlen. Meine Damen und Herren, wenn wir uns das vornehmen, dann werden wir es auch schaffen, die, glaube ich, in allen Teilen des Hauses als problematisch angesehene kalte Progression auch wirklich zu beseitigen. Ich meine, es ist ja auch, vor der Wahl haben Sie Vorschläge gemacht zur Beseitigung der kalten Progression. Wir haben gesagt, machen wir nur, wenn Steuern erhöht werden. Jetzt haben wir sozusagen fast eine umgekehrte Lage. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir es nicht schaffen, auch im Zusammenhang mit dieser Debatte in Europa nach Lösungen zu suchen, wie wir die berechtigte Kritik des DGB-Vorsitzenden an der kalten Progression verändern und auch dabei dafür Sorge tragen, dass Binnennachfrage gestärkt wird. Ich glaube, dass uns das gelingen muss im Laufe der Periode. Wir werden jedenfalls dafür bereit sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es bleibt also genug zu tun. Investitionen in die Infrastruktur, Fachkräftemangel, Energieeffizienz und Energiewende und immer wieder der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit auch in einer digitalen Ökonomie. Ich glaube, dass wir mit diesem Haushalt und auch mit den Debatten, die wir um solche schwierigen Themen führen wie Energieeffizienz, Steuergerechtigkeit und kalte Progression, dass wir damit in dieser Legislaturperiode einen ersten Schritt getan haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Vizekanzler Sigmar Gabriel hat hier zu Anfang sich artig bei der Bundeskanzlerin für die gute Zusammenarbeit beim EEG bedankt. Der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel hat dann hinterher doch die ein oder andere Differenz in der Großen Koalition in politischen Feldern aufgezeigt. Ja, und der Wirtschaftsminister hat hier seinen Einzelplan 09 vorgestellt. Über den wird jetzt diskutiert, der erste Redner Roland Klaus von der Linken. Ich darf ja auch sagen, Herr Ostminister, weil Sie im Kabinett für die ostdeutschen Bundesländer zuständig sind. Sie sind im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur darauf auch eingegangen. Aber, Herr Minister Gabriel, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein für den Osten in dieser Funktion hätte ich mir schon gewünscht. Es mangelt Ihnen doch sonst nicht daran. Ich will mal die Bibel bemühen, die ja den Gabriel auch kennt. Nicht den Bundesminister, aber den Erzengel. Und dort heißt es, über dem Ulay-Kanal hörte ich eine Menschenstimme, die da rief, Gabriel, erkläre ihm die Vision. Ich
Ich glaube, diese Stimme muss es gewesen sein, die der Bundesminister gehört hat, als er seine Rede hier vorbereitet hat. Aber wir wollen natürlich von der Vision wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Und da lohnt der Blick in den Haushalt. Sie stellen uns einen Haushalt mit einem Volumen von 7,5 Milliarden Euro vor. Das ist jede Menge Geld. Wenn man aber sich das näher anschaut und sieht, dass davon über die Hälfte für die Nachsorge im Steinkohlebergbau und für die Subventionierung von Luft- und Raumfahrt abgezogen werden muss, dann bleibt gerade mal 1% des gesamten Bundesetats übrig für Wirtschaftsförderung. Und damit, meine Damen und Herren, kann man nicht wirklich Wirtschaftspolitik machen in dieser Republik. Angesichts eines von niemandem bezweifelten Investitionsstaus wäre in der Tat erforderlich, was die Linke seit Jahren fordert, ein großes Zukunftsinvestitionsprogramm. Aber da müsste man natürlich auch über neue Einnahmemöglichkeiten reden, meine Damen und Herren. Und nun muss ich mal erklären, was ich immer kritisiere mit der Subventionierung staatsnaher Monopolisten. Ich greife da mal ein so ein Beispiel heraus, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Diese Institution wird aus dem Einzelplan 9 mit etwa 1,5 Milliarden etatisiert. Und jetzt kommen die Tricks dieser Bundesregierung. Das ist nämlich längst nicht alles, was in diese Institution fließt. Es gibt auch Zuwendungen aus dem Einzelplan Verkehr. Es gibt Zuwendungen aus dem Einzelplan Verteidigung. Und was nun noch ganz besonders interessant ist, es gibt auch aus dem Bildungsetat eine Zuwendung, wo bei den Projektträgern, die das Bundesbildungsministerium auszuwählen hat, dieses Zentrum eine Monopolstellung einnimmt und mehr als die Hälfte der Projektträgerschaften ausübt. Und deshalb sagen wir Ihnen, das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen, solche Tricks aus mehreren Etats immer die gleichen Institutionen zu bedienen. Ja, das werden Sie aber noch bezweifeln müssen, weil der Dank dieser Institutionen ist ja immer folgender. Wenn der Bund dann mal von Ihnen was verlangt, dann kommt es in aller Regel zeitverzögert und mit ganz großer Sicherheit überteuert. Und da können Sie sich ganz viele Beispiele angucken. Das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand ist natürlich ein gutes Programm, aber ich vergleiche es jetzt mal mit dem, was ich eben erzählt habe über das Raumfahrtzentrum. Es hat nur etwa ein Drittel des Volumens, was wir für die Subventionierung dieser Monopolisten einstellen. Und es ist natürlich noch immer zu bürokratisch konstruiert. Und deshalb haben wir ja alle auch zurzeit mit den Briefen der Industrie- und Handelskammern zu tun, die uns darauf aufmerksam machen, dass die vorläufige Haushaltsführung in diesem Jahr es schwer machen wird, dieses Innovationsprogramm wirklich abzufinanzieren. Und da kann ich uns nur gemeinsam aufrufen, da müssen wir anpacken, da müssen wir auch in den Ausschüssen dafür sorgen, dass diese Mittel auch ankommen. Naja, doch, da waren wir dabei. Aber Sie wissen, Herr Kollege, dass unser Tun nicht ausreichen wird, um tatsächlich den Erfordernissen gerecht zu werden. Und davor kann man doch nicht die Augen verschließen, meine Damen und Herren. Nun haben Sie ein Programm eingestellt mit dem Titel Unterstützung der Fachkräftesicherung. Klingt gut. Da stehen 14 Millionen drin. Das ist weniger als der viel zitierte Tropfen auf den heißen Stein. Ich weiß, dass Sie damit nicht Stellen schaffen wollen. Aber wenn man es mal bloß zum Vergleich umrechnen würde, wie viele Stellen das ausmachte, dann wären das 200. Meine Damen und Herren, ein solches Pillepalle-Programm ist Augenauswischerei. Es wird den Erfordernissen, um die es geht, in keiner Weise gerecht. Nach wie vor verschärft sich auch in Deutschland die Kluft zwischen Regionen mit hoher Wirtschaftskraft und denen mit geringer Wirtschaftskraft. Also auch zwischen Ost und West. Es ist inzwischen fast wie im Profifußball, wo das große Geld ist, wird auch Leistungskraft gekauft. Da müssen wir mit der Gemeinschaftsaufgabe und anderen Instrumenten wirklich gegensteuern, meine Damen und Herren. Und da ist es halt noch immer so, dass der Osten wirklich in einer anderen wirtschaftspolitischen Liga spielt. Wir haben die 100 größten ostdeutschen Unternehmen zusammengenommen, nicht mal die Hälfte der Leistungskraft von Daimler. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir
hervorragende Chemieparks in Ostdeutschland, die noch wachsen könnten und wo wir etwas dafür tun müssen, meine Damen und Herren. In diesem Sinne, zum guten Schluss, Herr Minister Gabriel, hier ist nicht der Erzengel gefragt, sondern der Bundesminister. Und deshalb bedarf Ihr Etat noch jede Menge Änderungen. Da sind wir dabei. Der nächste Redner ist jetzt für die Union der stellvertretende Vorsitzende Michael Fuchs, der auch schon seit Monaten davor gewarnt hat, dass Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen könnten. Er wird wohl sehr zufrieden sein mit der Reform des EEG. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als allererstes möchte ich zum Ausdruck bringen, dass mich viele Äußerungen des Bundesministers heute besonders gefreut haben. Es ist ja nicht selbstverständlich, das war nicht immer so, aber heute ist es so. Und darauf möchte ich zuallererst eingehen. Es ist gut, Herr Gabriel, dass Sie heute erwähnt haben, dass wir mit dieser Energiewende auch den ein oder anderen Fehler gemacht haben und machen. Und dass wir Strukturen verändern müssen, damit das nicht so weitergeht. Wenn ich mir nur überlege, und Sie haben ja das Kernkraftwerk Fessenheim angesprochen, dass die Bundesnetzagentur jetzt Fessenheim kontrahieren muss, um sicherzustellen, dass Grafenrheinfeld abgeschaltet werden kann, dann ist das sicherlich ein Fehler. Denn das ist ja das älteste Kernkraftwerk, was es in Frankreich überhaupt gibt, mit über 40 Jahren Laufzeit. Wird es allerhöchste Zeit, dass das abgeschaltet wird. Das wird permanent gefordert. Aber wir brauchen es zur Netzstabilisierung in den Jahren 2015 und 2016, weil ansonsten Grafenrheinfeld weiterlaufen müsste. Das wissen wir. Und deswegen wissen wir auch, Herr Gabriel, und ich bin da froh, dass Sie das eben noch erwähnt haben, dass wir in dieser Richtung jetzt tätig werden müssen, dass solche Fehlentscheidungen, die aber zwangsweise gekommen sind, es hat ja keiner eine Alternative dazu, nicht mehr sein müssen. Das bedeutet auch, dass wir viel mehr Intensität in den Netzausbau legen müssen. Denn nur dann, wenn wir vernünftige Nord-Süd-Verbindungen haben, können wir verhindern, dass solche Kernkraftwerke noch mal angeschaltet werden müssen, um die Netzstabilität zu erreichen. Ein zweiter Punkt hat mich gefreut, und den sehe ich auch eins zu eins genauso wie Sie. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Unternehmen in Deutschland ihre Steuern zahlen, die hier Bruttowertschöpfung schaffen. Und es kann nicht sein, dass die sich so schlicht und ergreifend verflüchtigen in irgendwelche Steueroasen. Ich weiß allerdings, dass der Bundesfinanzminister seit Jahren daran kämpft und darum kämpft. Und es ist auch in meinen Augen ein ziemlicher Skandal, dass zwei Mitglieder der EU und der Eurozone nach wie vor die Transparenz, was die Konten angeht, nicht so wirklich sichergestellt haben. Ich rede über Österreich und Luxemburg, die ja bis vor ganz kurzer Zeit keinerlei Transparenz haben. Das, was wir von den Schweizern fordern, haben wir in meinen Augen noch nicht mal intensiv genug in der EU erreicht. Diese ganzen Steueroasen müssen ausgetrocknet werden. Und es kann auch nicht sein, dass die Engländer sich ihrer Kanalinseln so freuen, wie sie sich freuen. Auch das muss mal und auch in diesem Hohen Hause gesagt werden. Da bin ich mit Ihnen völlig einig. Das ist eine Aufgabe dieser Bundesregierung. Ich weiß aber, dass der Bundesfinanzminister an dieser arbeitet. Also Sie sehen, es gibt schon eine ganze Menge an Einigkeit mit den Fraktionen und in der Bundesregierung. Und das ist auch gut so. Meine Damen und Herren, heute ist ein positiver Tag, denn ich habe heute Morgen gelesen, dass Griechenland an den Markt zurückkommt, dass Griechenland jetzt zum ersten Mal wieder mit einer Anleihe an den Markt zurückgeht. Wenn das wirklich erfolgreich sein sollte, dann zeigt sich auch, dass die Maßnahmen der Bundesregierung, aber nicht nur dieser, sondern auch der letzten und vorletzten, dafür gesorgt haben, dass wir diese Länder langsam aber sicher wieder in den Markt zurückführen. Und das ist doch eine Erfolgsbotschaft für uns alle. Das zeigt, wie stabil der Euro geworden ist. Das zeigt auch, dass wir insgesamt auf einem guten Weg sind. Dafür bin ich dankbar. Und dass es bei uns gut läuft, das ist eine bekannte Tatsache. Aber man sollte eigentlich auch immer noch den Mut haben und stolz darauf sein und das noch mal erwähnen. Wir haben eine Rekordbeschäftigung. Die hat es in Deutschland so noch nie gegeben. Wir haben die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit aller europäischen Länder. Man kann da immer noch dran arbeiten, man kann das immer noch verbessern. Aber wir haben diese niedrige Jugendarbeitslosigkeit. In meinem Wahlkreis gibt es de facto keinen einzigen Jugendlichen mehr, der ausbildbar ist. Leider haben wir da noch ein Defizit, und zwar indem wir nicht sichergestellt haben, dass alle Schüler die Schule so abschließen, dass sie überhaupt ausbildungsfähig sind.
Das ist eine Aufgabe an die Familien an erster Stelle, aber auch mit Sicherheit an die Haushalte, an die Schulen, an die an die Länder. Natürlich sind wir da als Bund weniger gefordert. Es sind an allererster Stelle die Länder, die da noch Hausaufgaben nachzumachen haben. Da sollten wir auch Wert drauf legen. Denn es kann nicht sein, dass ein junger Mensch keine Ausbildung hat. Denn wenn er keine Ausbildung hat, ist er der Hartz-IV-Empfänger der Zukunft. Das wollen wir genau verhindern. Daran werden wir auch gemeinsam arbeiten. Spanien, meine Damen und Herren, hat eine Jugendarbeitslosigkeit von annähernd 50%. Wir haben in meiner Region eine Jugendarbeitslosigkeit von null. Wir haben Folgendes gemacht. Ich will das ganz bewusst heute mal in diesem Hohen Hause erwähnen. Wir haben mit der Region Valencia eine Zusammenarbeit begonnen, auch ein Mitarbeit mit dem spanischen Botschafter, dem ich dafür dankbar bin. Mit dieser Region Valencia haben wir mittlerweile rund 40 junge Leute nach Koblenz geholt und bilden sie doch zusammen mit der Handwerkskammer aus und versuchen sie dann in die Handwerksbetriebe zu vermitteln. Das funktioniert. Das duale Ausbildungssystem ist dafür ideal und die Kammern leisten eine tolle Arbeit. Und das kann, wenn es gut läuft, vielleicht auch ein Modell für andere Regionen in Deutschland sein. Das sollten wir diskutieren und sollten wir unter Umständen dann auch ausbauen, denn das ist gute, gelebte europäische Solidarität und meiner Meinung nach gerade in der jetzigen Situation mit dieser hohen Jugendarbeitslosigkeit in anderen Ländern auch notwendig. Und lieber Herr Klaus, es tut mir leid, aber ich habe den Eindruck, als ich Ihre Rede eben zugehört habe, dass es in Ihrer Zeit in der DDR keinen Religionsunterricht gegeben haben kann, denn sonst hätten Sie den Erzengel Gabriel nicht so falsch zitiert. Herr Gabriel hat nämlich Visionen und hat auch gezeigt, dass diese Visionen richtig sind. Er hat nämlich die Energiewende in eine richtige Richtung gelenkt. Es ist wie beim Metzger, es kann immer noch ein bisschen mehr sein, aber da arbeiten wir dann auch gemeinsam dran. Meine Damen und Herren, früher waren es die Arbeitskosten in Deutschland. Heute sind es die Energiekosten. Und zwar nicht nur der Strom, sondern natürlich auch Gas und alles andere dabei. Und wir müssen genau das permanent adressieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Energiekosten so niedrig wie möglich sind, denn ansonsten werden große energieintensive Unternehmen Deutschland verlassen. Und hier muss ich ein bisschen Wasser in den Freudenwein hineingießen, denn ein Punkt macht mir Sorge. Der VDMA, das ist ja kein ganz kleiner Verband, hat ausgerechnet, dass seine Unternehmen, die energieintensiven Unternehmen, muss ich sagen, nur noch 85% der Abschreibung reinvestieren. Das heißt, dass die sich schleichend verabschieden. Ich gehe nicht davon aus, dass die aus dem Markt rausgehen, sondern sie investieren irgendwo anders, und das ist gefährlich. Darüber müssen wir nachdenken, und ich bin auch der Meinung, Herr Minister, dass wir, wenn jetzt das gesamte Energiethema nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nimmt, das mal im Ministerium mit den entsprechenden Verbänden adressieren sollen. Denn mir macht das Sorge, wenn die Investitionsbereitschaft nicht mehr in dem Maße da ist in Deutschland, dann würde ich schon mal ganz gerne wissen, warum das der Fall ist. Und wir sollten da ein bisschen drüber nachdenken. Wir haben natürlich mit dem EEG eine gewaltige Last aufgeladen. Meine Damen und Herren, 24 Milliarden Euro werden in diesem Jahr für erneuerbare Energien ausgegeben. Wenn Sie sich bitte mal die Etats der einzelnen Haushalte, die wir jetzt in dieser Woche diskutieren, ansehen, dann werden Sie feststellen, dass wir in der Nähe des Etats des Bundesverkehrsministers Dobrindt sitzen, mit dem wir etwa in der Größenordnung, das ist in etwa die Größenordnung der erneuerbaren Energien. Und ob das so richtig ist, das stelle ich wirklich in Frage. Ich wünsche mir, dass die Maßnahme, die das Bundeskabinett mit den Bundesländern, mit dem Ministerpräsidenten letzte Woche verabschiedet, dann auch wirklich so zielführend sind, dass das nicht mehr wesentlich ansteigt. Es wird nicht dazu führen, dass wir irgendetwas senken können. Das kann auch nicht dazu kommen, denn wir sind für 20 Jahre in der Verpflichtung, die EEG-Maßnahmen zu bezahlen. Und was heißt das? Frühestens in dem Jahre 2025 werden die ersten größeren Entlastungen kommen. Denn da begann der Anstieg der EEG-Maßnahmen in Deutschland, also 2005 war das. Und das heißt, die richtigen Kürzungen werden erst gegen 2030 kommen. Bis dahin haben wir eher einen Aufwuchs als einen Abstieg. Und das ist eine gewaltige Belastung für uns als Volkswirtschaft, für die Unternehmen, aber auch für die Familien. Und ich befürchte, Herr Gabriel, das muss ich schon sagen,
dass wir mit den Maßnahmen, die jetzt ergriffen haben, einen Anstieg immer noch haben, der zu stark ist. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Zahlen, die uns da vorgelegt wurden, von wegen 0,2 Cent Anstieg, ob das reichen wird. Ich bin eher der Meinung, dass das falsch gerechnet ist. Ich will auch ein Beispiel dazu sagen. Ich habe gelesen in den Papieren, dass man davon ausgeht, dass der Strompreis 4 Cent beträgt, und zwar der Börsenstrompreis an der EEX in Leipzig. Nun, es ist ja ziemlich einfach. Man kann das ja im Internet nachgucken. Ich habe dann mal gestern im Internet ein bisschen recherchiert. Wenn Sie einen Forward-Preis, also einen Preis für 2017 nehmen und größere Mengen einsetzen, was ja für die meisten Unternehmen dann kein großes Problem ist, dann liegen die bei 3,3 Cent. Jetzt schon also deutlich niedriger als die Annahmen Ihres Hauses. Das macht mir ein bisschen Sorge, weil das natürlich bedeutet, dass der EEG noch teurer wird, wenn das so bleibt. Und es wird keine Möglichkeit geben, den Strompreis da unten zu erhöhen, mal abgesehen davon, dass es nachher ein Nullsummenspiel ist für den Verbraucher. Der langen Rede kurzer Sinn, ob das reicht, das müssen wir in den nächsten Jahren sehr intensiv prüfen und unter Umständen noch mal nachsteuern. Besondere Bedenken habe ich, was den Offshore-Wind angeht, denn das wird die teuerste Belastung für alle Verbraucher, für den Mittelstand, für die mittelständische Wirtschaft, die Industrie insgesamt sein. Auch da werden wir unter Umständen noch mal nachsteuern müssen. Wichtig ist auch, dass der Netzausbau noch mal beschleunigt wird. Ich habe das Thema Grafenrheinfeld eben angesprochen. Und dass wir jeden Ministerpräsident bitten müssen, da nicht mehr in irgendeiner Weise blockierend tätig zu sein, sondern mitzumachen, dass das so schnell wie. Ich habe von jedem Ministerpräsident gesprochen, verehrte Frau Göring-Eckardt, auch Herr Seehofer ist Ministerpräsident. Ich gehe mal davon aus, wenn ich jeden meine, auch, dass dann der automatisch mit dabei ist. Die Aufgabe haben wir jetzt. Die Aufgabe müssen wir auch erfolgreich nach vorne bringen. Wenn wir das nicht schaffen, dann geht die ganze Energiewende in eine falsche Richtung. Und das kann nicht sein, dass wir in vielen, vielen Bereichen Deutschlands bei weitem zu viel Strom haben und in anderen Bereichen zu wenig. Das müssen wir verändern. Und dazu gehört auch, alle Kraft in die Forschung nach Speichermöglichkeiten zu stecken. Wir haben Etats sowohl in Ihrem Hause als auch im Forschungsministerium dazu, aber unter Umständen ist das noch nicht genug. Denn nur wenn wir vernünftige und sinnvolle, bezahlbare Speicher schaffen, dann können die erneuerbaren Energien so angewandt werden, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und ein Punkt, der wird uns in der nächsten Zeit sehr intensiv beschäftigen, der macht mir Sorge, weil er noch mal Geld kosten könnte oder Geld kosten wird. Das ist das berühmte Thema Kapazitätsmärkte. Meine Damen und Herren, das hat mit Markt überhaupt nichts zu tun, sondern wir müssen irgendwelche Lösungen finden dafür, dass die Unternehmen, die jetzt noch alte Kraftwerke, egal ob alt oder neu, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke betreiben, die am Netz halten, weil wir mit noch so viel erneuerbaren Energien kein einziges von diesen Kraftwerken abschalten können. Denn es gibt nun mal dummerweise Tage, an denen der liebe Gott entschieden hat, dass der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und da können die Grünen so viel Wind machen, wie sie wollen. Das wird nicht helfen, eine einzige Windmühle anzutreiben. Meine Damen und Herren, wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir Speichermöglichkeiten für die erneuerbaren Energien schaffen, dann werden wir mit dieser Energiewende auch nicht besonders glücklich. Denn das gehört für mich unbedingt zusammen. Erstens, den Strom dahin zu bringen, wo er gebraucht wird. Und zweitens, das, was wir an mehr Energie haben, an vielen, vielen Tagen auch sinnvoll zu speichern. Denn nur wenn es sinnvoll gespeichert wird, lässt sich das Ganze machen. Lassen Sie mich zum Schluss aber noch ein anderes Thema kurz ansprechen, was ich für sehr, sehr wichtig halte. Und ich bin froh, dass wir in der Großen Koalition das sehr gemeinsam sehen. Volker Kauder hat das gestern in seiner Rede auch erwähnt. Wir müssen versuchen, den transatlantischen Markt zu schaffen. Ein Markt mit über 800 Millionen Bürgern, die in diesem Markt leben. USA und Europa zusammen sind über 800 Millionen Bürger. Wenn uns das gelingt, dann ist das für alle Beteiligten gut. Selbstverständlich wissen wir, dass Standards da sind. Die werden auch in wesentlichen Bereichen berücksichtigt werden müssen. Selbstverständlich müssen alle Abstriche machen. Aber es wäre absurd, und ich zitiere die Kanzlerin, es wäre doch absurd, wenn die beiden größten Binnenmärkte der Welt nicht zusammenkommen könnten. Das wäre der Treppenwitz der Weltgeschichte.
Recht hat die Kanzlerin damit. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir das verhindern. Denn nur wenn es gerade einem exportorientierten, intensiv exportorientierten Land wie Deutschland gelingt, einen gemeinsamen Markt zu schaffen, werden wir unseren Wohlstand so erhalten können. Das ist eine Aufgabe für die Politik. Das ist aber auch für mich eine Aufgabe für uns alle, die Bevölkerung auf diesem Wege mitzunehmen. Dazu fordere ich Sie alle auf. Danke. Beratungen zum Einzelplan 09 Wirtschaft und Energie. Das war Michael Fuchs, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und nun hat der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen das Wort, Oliver Krischer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundesminister Gabriel, also Sie sollten sich wirklich mal fragen, wo Sie stehen, wenn Sie von Herrn Fuchs, der uns hier etwas erzählt, von den Strompreisen nach unten erhöhen, der hier energiepolitische Märchen verbreitet, wenn Sie von dem über den grünen Klo gelobt werden, dann müssen Sie doch mal fragen, wo Sie am Ende stehen. Das finde ich erschütternd. Und meine Damen und Herren, Herr Gabriel, Sie haben davon geredet, Sie wollten den Ausbau der erneuerbaren Energien marktwirtschaftlich machen. Sie wollten ihn planbar machen. Das, was ich von Ihnen vorgelegten Gesetz finde, das ist das Abwürgen der Photovoltaik, das ist das Abwürgen der Bioenergie. Und es wäre auch zum Abwürgen der Windenergie gekommen, wenn nicht die Bundesländer am Ende das verhindert hätten. Und dafür können wir die Bundesländer auch freuen, sie können sich darüber freuen und dafür loben. Und ich sage es noch mal in aller Deutlichkeit. Das, was im Bundesrat erreicht worden ist, ist, dass der dummste Irrsinn verhindert worden ist, dass wir ausgerechnet die preiswerteste Form, Strom zu erzeugen, preiswerter als mit neuen Kohle- oder Gaskraftwerken, dass wir die ausgebremst und gedeckelt haben. Da gibt es jetzt wenigstens noch eine Perspektive, und das ist wenigstens ein Erfolg, den wir Ihnen da abgerungen haben. Aber damit belassen Sie es ja nicht. Sie lassen sich von diesem energiepolitischen Amokläufer, Herrn Seehofer, lassen Sie sich erpressen und machen jetzt eine Änderung des Bundesbaugesetzes, dass in Zukunft Windenergieanlagen 2000 Meter Abstand von der Wohnbebauung haben sollen. Damit verhindern Sie jede Windenergieanlage in Deutschland, und Sie klatschen, weil damit sagen Sie deutlich, was Sie wollen, dass Sie auch da die Energiewende abwürgen wollen, dass Sie keine Stromleitungen wollen und dass Sie es am Ende beenden wollen. Das ist Ihre Botschaft, die Sie hier setzen, wenn Sie da klatschen. Und dann zum Thema Ausnahmen, zum Thema, wer bezahlt das Ganze. Das ist ja schon ein Husarenstück, was der Bundeswirtschafts- und Energieminister da vorgelegt hat. Die Ansage war, wir senken die Kosten für die privaten Verbraucher um 1 Milliarde. Herausgekommen ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher 2,5 Milliarden mehr bezahlen sollen. Meine Damen und Herren, das erinnert mich an das, was die erste große Koalition mit der Mehrwertsteuer gemacht hat. Das ist die Umdrehung, das ist Perversion dessen. Und ich sage Ihnen, das, was die Bundeskanzlerin hier gestern von sich gegeben hat, dass sie gesagt hat, die Verbraucherinnen und Verbraucher, die wollen die Energiewende, dann sollen sie sie auch bezahlen. Das ist eine Unverschämtheit. Es kann nicht sein, dass die privaten Verbraucher zahlen und die Industrie am Ende nur profitiert. Das hat nichts mit Kostengerechtigkeit zu tun. Das zerstört die Akzeptanz der Energiewende. Was Sie erreicht haben, ist in Brüssel, dass 68 Branchen, und da stehen so schöne Dinge drin wie Fruchtsafthersteller, Seilknüpfer oder Urananreicherungsanlagen, die wir in Nordrhein-Westfalen eigentlich stilllegen wollen, dass Sie die weiter befreien sollen, dass die weiter in Privilegien kommen sollen. Aber was Tatsache ist, dass wir in Deutschland die niedrigsten Industriestrompreise seit 10 Jahren haben, dass wir Beschwerden aus Frankreich, den Niederlanden haben, dass es Strompreisdumping in Deutschland ist, das ist eine absolute Chimäre, dass hier Industriearbeitsplätze wegen hoher Strompreise besorgt sind. Und Herr Gabriel selber hat auf meine Anfrage geantwortet, dass es keinerlei empirische Belege dafür gibt, dass hohe Strompreise zur Verlagerung von Industriearbeitsplätzen aus Deutschland führen. Das ist reine Propaganda, meine Damen und Herren.
Und Sie legen ja noch eins drauf. Sie legen ja noch eins drauf. Der Emissionshandel, der wirkungslos ist, der absolut wirkungslos ist, an dem die Unternehmen noch verdient haben mit 350 Millionen, wo Studien belegen, dass der Emissionshandel zu Einnahmen, zu zusätzlichen Einnahmen geführt wird. Da setzen Sie jetzt im Bundeshaushalt eine Position ein, aus Haushaltsmitteln da weitere Subventionen zu zahlen. Das ist Irrsinn, das ist Konterkarierung von Energiewende. Und meine Damen und Herren, man fragt sich ja dann auch, welche Konsequenz ziehen Sie eigentlich, welche energiepolitische Konsequenz ziehen Sie eigentlich aus der Ukraine-Krise? Und da ist es ja schon ein absolutes Hammerstück, dass dieser Bundeswirtschaftsminister null Problem damit hat, dass der größte Gasspeicher Westeuropas mitten in der Krise an Gazprom verkauft wird. Das kann doch nicht. Die Russen lachen doch an der Stelle über uns. Putin macht doch Witze über uns, wenn wir das widerspruchslos akzeptieren und noch nicht einmal ernsthaft geprüft wird, ob damit die Energiesicherheit gefährdet werden kann. Das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Was stattdessen die Herausforderung sein müsste, ist, dass wir den Gasverbrauch in Deutschland reduzieren. Und das Einzige, was ich von dieser Bundesregierung dazu gehört habe, war die Empfehlung der Bundesumweltministerin, man möge doch in Zukunft nur 20 bis 20 Grad heizen und einen Pullover anziehen. Meine Damen und Herren, das kann es doch nicht sein, dass das die Politik der Bundesregierung für Energieeffizienz ist. Das ist mir viel zu wenig. Was ich erwarten würde, ist, dass Sie endlich wieder einen Vorschlag machen. Wie können wir mit der steuerlichen Förderung die energetische Gebäudesanierung voranbringen? Es kann doch nicht sein, dass wir Milliarden zur Erhaltung des Systems Putin überweisen und auf der anderen Seite darauf verzichten, dass hier Arbeitsplätze für Handwerker, Bauindustrie geschaffen würde. Das müsste die Herausforderung sein. Da höre ich von Ihnen aber gar nichts. Und wenn man das bewerten muss, was Sie hier bisher vorgelegt haben in den ersten 100 Tagen, da kann man sagen, Erneuerbare werden ausgebremst, Klimaschutz kommt nicht vor, Gebäudesanierung, Energieeffizienz soll ja angeblich die zweite Säule der Energiewende sein, totale Fehlanzeige. Die Großen, die werden gepampert, die kriegen Milliardensubventionen. Private Verbraucher, Handwerk, Mittelstand müssen zahlen. Das, meine Damen und Herren, hat mit Kosteneffizienz und Kostengerechtigkeit absolut nichts zu tun. Und wenn sich hier jemand profilieren will, aus einer merkwürdigen Mischung von Clement und Schröder als der neue Genosse der Bosse, dann mag das ja eine parteipolitische oder eine persönliche Profilierungsstrategie sein. Das hat aber nichts mit der Zukunftsfähigkeit Deutschlands zu tun. Das ist eine Gefahr für 400.000 Arbeitsplätze in der Branche der erneuerbaren Energien. Das ist eine Gefährdung einer klimafreundlichen und nachhaltigen Energieversorgung. Und es ist keine Zukunftsperspektive für unser Land. Dankeschön. Oliver Krischer war das, der kein gutes Haar an der Reform des EEG ließ und einen wichtigen Punkt angesprochen hat, der in den letzten Tagen gar nicht so häufig diskutiert wurde. Die energetische Gebäudesanierung wurde immer hoch auf den Schild gehoben. Da passiert viel zu wenig, so Oliver Krischer. Und der nächste Redner, der kommt jetzt von der SPD, Thomas Juck. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei einer Konferenz vor britischen und deutschen Unternehmern in der Grafschaft Staffordshire fragte unlängst der britische Handelsminister Ian Livingston, why don't we have a Mittelstand? Warum haben wir keinen Mittelstand? Das macht deutlich, wo die Problemlage in Großbritannien liegt. Und Sie wollen sich am Erfolgsmodell Deutschland orientieren, was die mittelständische Wirtschaft anbetrifft. Es geht darum, dass insbesondere die britischen Mittelständler innovativer, produktiver und kapitalstärker werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt auch, dass die Stärke unserer kleinen und mittelständischen Unternehmen international anerkannt wird. Aber nichts ist so wichtig wie der Blick in die Zukunft, denn wie vergänglich ist der Erfolg von gestern. Deshalb ist es notwendig, dass wir auch die haushaltspolitisch richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und dazu gehört eben auch, dass wichtige Programme für den Mittelstand fortgeführt werden, und zwar mit einem höheren Mitteleinsatz. Aber dabei denke ich insbesondere an die Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur, kurz GRW,
und dem zentralen Innovationsprogramm Mittelstand, kurz ZIM. Der Haushaltsansatz des Entwurfs der Bundesregierung sieht bei der GRW einen Aufwuchs auf 583 Millionen Euro vor, im Jahre 2015 dann auf 600 Millionen. Und wir wissen alle, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Die Zielmarke lautet 624 Millionen, von der ich auch ausgehe, dass sie erreicht wird. Das ist auch deshalb, weil die GRW insbesondere wichtig ist, nicht nur für den Aufbau in strukturschwachen Regionen, sondern weil sie ein sehr zielorientiertes Förderinstrument ist. Und wir auf der anderen Seite Kompensationsmöglichkeiten brauchen für den Wegfall der Investitionszulage und natürlich auch zurückgehende europäische Mittel. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Innovationskraft unserer Unternehmen besonders gut durch das ZIM unterstützt wurde. Und deshalb ist es richtig, dass der Entwurf der Bundesregierung hier einen Aufwuchs um 15 Millionen auf mittlerweile 530 Millionen vorsieht. Der Haushaltsausschuss hat übrigens auch unverzüglich nach Vorlage aus dem Bundesfinanzministerium auf Antrag des Bundeswirtschaftsministeriums den Weg freigemacht, damit neue Mittel bewilligt werden können, sowohl für die GRW als auch für das ZIM, denn wir möchten keine Förderlücke entstehen lassen. Und es ist mir deshalb so wichtig, weil wir, glaube ich, auch in einer Zeit der vorläufigen Haushaltsführung unternehmerische Sicherheit gewährleisten müssen. Und das haben wir mit dem Beschluss des Haushaltsausschusses getan. Ich will weniger aufgeregt als mein Vorredner auf das Thema Energie und Energiewende eingehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde es ausgesprochen richtig, dass die Kompetenzen der Energiepolitik in einem Ministerium, und zwar am Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, gebündelt werden. Nicht nur, dass damit auch die verschiedenen Förderprogramme zusammengeführt worden sind, sondern ich glaube, dass man damit auch Synergieeffekte heben kann. Denn wir haben einerseits Förderung aus dem Einzelplan 09 des Hauses und wir haben die Möglichkeit, aus Mitteln des EKF im Einzelplan 60 Mittel bereitzustellen, um diese Energiewende ausgestalten zu können. Und deshalb ist es auch richtig, dass die Räder ineinander greifen, dass die verschiedenen Förderprogramme nicht parallel nebeneinander laufen, sondern wir es gemeinsam schaffen, dass diese Förderprogramme dazu führen, dass wir die Energiewende zum Erfolg führen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein hohes Gut für mich in der Politik ist Planungssicherheit. Und bei aller Kritik an den Kompromissen, die in den letzten Wochen und Monaten erzielt wurden, ich sage nur deutlich, herzlichen Dank, Sigmar Gabriel, für diese Herkulesleistung, hier die verschiedensten Einzelinteressen versucht zusammenzubringen und ein gutes Ergebnis vorgelegt hat. Denn dieses Ergebnis schafft Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Und man kann sich auch darauf einstellen. Ich teile aber auch die Auffassung all derer, die sagen, wir müssen noch mehr investieren in intelligente Netze, weil das Thema Netzausbau steht, und natürlich auch in das wichtige Thema Speicher. Da können wir viel im forschungstechnischen Bereich leisten, aber wir müssen auch anwendungsorientierte Projekte vorlegen. Ich glaube, das wird eine der zukünftigen Hauptaufgaben sein. Und ich spreche auch gerne von dem schlafenden Riesen der Energieeffizienz. Auch hier haben wir noch riesige Potenziale, von denen ich glaube, dass wir sie in den nächsten Monaten und Jahren heben werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die industrielle Basis Deutschlands ist auf hohem Niveau. Das hat uns erfolgreich durch die Wirtschafts- und Finanzkrise der letzten Jahre geholfen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es zeigt sich ja, dass durchaus, und nicht bloß an dem Beispiel Mittelstand für Großbritannien, andere Länder durchaus auch, denke ich mal, mit Respekt von Deutschland sprechen und kopieren wollen, was wir da gemacht haben. Und ich halte es auch für dringend notwendig, dass die industrielle Basis in Europa verbreitet wird. Aber wir müssen uns auch einer Diskussion aussetzen, die darin besteht, dass wir in einem globalen Wettbewerb stehen mit Staaten, die auf der einen Seite Staatsunternehmen finanzieren und andererseits privaten Unternehmen in einer Größenordnung staatliche Zuschüsse verordnen, die die EU-Kommission niemals als Beihilfe genehmigen wird. Das macht deutlich, worin die Aufgabenstellung besteht, insbesondere bei dem wichtigen Thema Innovation. Und andererseits, und darauf hat der Bundesminister völlig zu Recht hingewiesen, müssen wir festhalten an dem bewährten Prinzip der Sozialpartnerschaft in Deutschland. Unser Erfolgsmodell der Kooperation zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden, also Gewerkschaften, zwischen den Unternehmensführungen und den Betriebsräten war erfolgreich und ist, glaube ich, auch ein Garant für eine sichere Zukunft und für viel Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland. Ich war ausgesprochen froh, dass die Zuständigkeiten für die Aufgaben der neuen Länder jetzt in das Ressort des Bundeswirtschaftsministeriums gewechselt sind. Und ich wünsche Iris Leike und ihrem Team viel Erfolg bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. Ich denke, dass gerade vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeitslücke von etwa 30%, die wir im Vergleich zum Westen im Osten immer noch haben, gerade auch die Ansiedlung dieser Ressortzuständigkeit im Wirtschaftsministerium für mich eine hohe Symbolkraft hat. Aber Symbolkraft ist das eine, die konkrete Umsetzung in Projekte ist das andere. Und deshalb müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass die zuständige parlamentarische Staatssekretärin
auch jene finanzielle Ressourcen bekommt, um ihren Aufgaben gerecht werden zu können. Ich denke, es geht nicht an, wenn Mittel im Bundesministerium des Innern kleben bleiben und nicht übertragen werden auf das Bundeswirtschaftsministerium. Meine sehr verehrten Damen und Herren, beim Blick in den Haushalt fällt auf, dass natürlich sehr klar umschrieben wird, Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken, hochqualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern und natürlich die wichtige Energiewende zu gestalten. Andererseits liegt über diesem Haushalt in diesem Jahr liegen Ausgaben in Form einer globalen Minderausgabe von 27 Millionen für das Betreuungsgeld. Das heißt, für diesen Bereich wird im Wirtschaftsministerium Geld eingesammelt. Und da muss ich mich doch schon mal wundern und fragen, ob es denn eigentlich zutreffend ist, dass wir am Ende uns dann über Kürzungen verständigen, vielleicht im Bereich der Innovationsförderung, des Mittelstandes, der Fachkräftesicherung oder der energiepolitischen Förderbedingungen. Das kann es nicht sein. Und von daher glaube ich auch mit dem Blick, dass die globale Minderausgabe ja noch aufwachsen soll im nächsten Jahr auf sage und schreibe 53 Millionen Euro, dass wir uns diesem Thema in besonderer Weise widmen sollen. Bundesminister Gabriel hat bereits angedeutet, dass er die Förderprogramme in seinem Haus alle auf Erfolg kontrollieren will. Über die Evaluierung hinaus müssen wir uns genau verständigen, was wollen wir fortführen, was hat sich bewährt. Aber wir wollen ja auch Neues implementieren. Dazu werden wir uns vielleicht auch etwas Zeit lassen. Das finde ich auch richtig. Und es ist mir deshalb wichtig, dass das, was 2014 jetzt vorgelegt wurde, ein erster Schritt ist, auch in der Umsetzung der Koalitionsvereinbarung. Und dass wir über weitere Schritte im Jahre 2015 reden werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Berichterstattergespräch, was wir kürzlich im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geführt haben, stimmt mich zuversichtlich, dass wir konstruktive Beratungen zum Einzelplan 09 haben werden. Lieber Kollege Jörg, ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrer ersten Rede als Mitglied des Deutschen Bundestages. Ihnen ist der Plenarsaal ja durchaus vertraut aus der früheren Zeit als Mitglied der sächsischen Staatsregierung. Aber Ihnen wird aufgefallen sein, dass es einen erheblichen Unterschied macht, in welcher Rolle man hier an diesem Pult steht. Alle guten Wünsche für die weitere Arbeit. Klaus Ernst ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man diese Debatte über den Haushalt unserer Bundesrepublik verfolgt, hat man zurzeit den Eindruck, als wäre die Welt rundweg in Ordnung. Die Beschäftigung entwickelt sich positiv, wir haben Wachstum, aber bewertet das Kriterium Wachstum unsere Wirtschaft auch schon den Zustand, wie es den Menschen geht? Und da habe ich doch erhebliche Zweifel, wenn man nämlich genau hinguckt, wie sich die Entwicklung in unserem Lande darstellt, dann stellt man fest, wir haben tatsächlich ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2000 auf 2013 von real preisbereinigt 14,9%. Ist hervorragend, klasse. Wenn man aber guckt, wem ist dieses Wachstum eigentlich zugute gekommen, dann zeigt sich das Bild durchaus differenzierter. Dann stellt man nämlich fest, dass die Löhne im selben Zeitraum, also von 2000 bis 2013, minus 1,9% betragen. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieser Republik wurden vom Wachstum unserer Wirtschaft nicht nur abgekoppelt, sondern sie hatten weniger als vorher. Jetzt könnte man noch sagen, ja, wie ist es mit den Rentnerinnen und Rentnern? Die langjährig Versicherten haben im selben Zeitraum übrigens 30% weniger, 30 nach Abzug der Preise. Wenn man guckt, wo ist das Geld eigentlich hingegangen, wo ist das Wachstum gelandet unserer Republik, dann stellt man fest, dass immer im Zeitraum 2000 bis 2013, dass in dem Zeitraum die Unternehmens- und Vermögenseinkommen um 31% gestiegen sind. Ich habe jetzt in Ihrem Bericht, Herr Minister, nichts dazu gehört, ob das akzeptabel ist, ob wir das ändern wollen, ob es dabei bleiben soll, dass sozusagen auch in Zukunft das Wachstum einseitig nur der Gruppe derer zukommen soll, die ihr Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen beziehen. Ich sage, für uns Linke ist das ein unhaltbarer Zustand. Die Menschen, die dieses Land am Laufen halten, sind auch die Arbeitnehmer und übrigens am Wachstum beteiligt werden, meine Damen und Herren. Jetzt muss ich Ihnen sagen, wenn ich dann im Jahreswirtschaftsbericht noch mal blättere, dann sehe ich, dass auch im nächsten Jahr
genau es dabei bleiben soll, dass das Wachstum aus Unternehmertätigkeit und Vermögen über den Wachstum der Löhne liegen soll. Also wir haben im Ergebnis sinkende Lohnquoten in der Bundesrepublik Deutschland. Sie haben das mit keiner Silbe in Ihrem Bericht erwähnt. Ich halte das für sehr, sehr bedauerlich. Meine Damen und Herren, Herr Mundorf vom Handelsblatt hat vor Jahren mal geschrieben, ich habe mir das gemerkt, ich fand das sehr schön, er hat geschrieben, Zitat, man kann die Menschen zum Deichbau einteilen, aber man muss ihnen sagen, wann die Flut vorüber ist. Und ich denke, die Flut ist inzwischen vorüber. Es ist wirklich Zeit, dass wir das grundsätzlich ändern. Die Entwicklung, ich habe es geschrieben, geht aber so weiter. Meine Damen und Herren, jetzt sehe ich in Ihrem Haushalt, Sie haben das gerade angesprochen, auch Herr Gabriel, 5% zusätzliches für Infrastruktur, 5 Milliarden für Infrastruktur, 9 Milliarden für Bildung. Meine Damen und Herren, Sie wissen doch, das ist deutlich zu wenig. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat festgestellt, dass wir einen jährlichen Investitionsbedarf von 75 Milliarden Euro hätten. Das, was Sie anführen, verteilt sich auf die ganze Legislatur. Wie wollen Sie denn tatsächlich mit diesem wenigen Zuwachs tatsächlich Impulse für das Wachstum in der Bundesrepublik Deutschland setzen? Wie wollen Sie damit tatsächlich den Mangel, den wir inzwischen in der deutschen Infrastruktur haben, dass Brücken, dass Schulhäuser, dass inzwischen ja, Eltern sich bereit erklären, Schulhäuser selber zu streichen, weil innerhalb der Schulhäuser Zustände sind, dass man die Schüler nicht mehr reinschicken will. Wie wollen Sie das mit dem, was Sie hier vorlegen, wirklich bewältigen? Fehlanzeige. Meine Damen und Herren, was passiert eigentlich mit dem Geld, das auf der Unternehmensseite diese 31% gelandet ist? Ich habe mal gelernt, als ich Volkswirtschaft studiert habe, die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen, die Arbeitsplätze von übermorgen. Jetzt stellen wir fest, dass im Gegensatz zu dem, was die Investitionen sein müssten, deutlich geringere Zuwachsraten sind. Und wenn ich genau hinschaue, dann stelle ich fest, dass die Bruttoinvestitionen von 2000 bis 2012 nur um 2,1% zugenommen haben, wogegen eben die Einkommen bei den Unternehmen bei 31% waren. Das ist ein Riesenproblem, weil die Unternehmen trotzdem, dass sie hervorragend verdienen, eben unzureichend investieren. Und ich sehe auch keine Maßnahmen der Bundesregierung, das wirklich zu verändern. Was passiert mit dem Geld, das die Unternehmen haben? Ich möchte die Europäische Kommission zitieren. Die Europäische Kommission schreibt, die Unternehmen haben einen größeren Teil ihrer Gewinne einbehalten, um Schulden abzubauen und, jetzt kommt's, vor allem finanzielle Vermögenswerte aufzubauen. Ja, meine Damen und Herren, die horten die Kohle und gehen wieder in Spekulation. Wenn wir in diesem Zeitpunkt, und das ist das, was diese Bundesregierung vorlegt, in diesem Zeitpunkt davon absieht, wenigstens dann die Unternehmen höher zu besteuern, um Geld in diesen Haushalt für Investitionen zu kriegen, weil es die Unternehmen selber nicht machen, weil die Unternehmen eigentlich ihre Pflicht nicht erfüllen, dass sie tatsächlich ihre Gewinne wieder realwirtschaftlich anlegen, sondern damit zocken, dann macht diese Bundesregierung einen Riesenfehler. Wir brauchen in dieser Zeit wirklich im Unternehmenssektor höhere Steuern, damit wir in der Bundesrepublik Deutschland notwendige Investitionen wirklich tätigen können, meine Damen und Herren. Und da können Sie Ihren ausgeglichenen Haushalt 100-mal loben, wenn er gleichzeitig mit Reduzierung und Griff in die Sozialkassen verbunden ist. Sie haben keinen Mut, das Geld da zu holen, wo es ist, und das bedauere ich sehr. Ja, das war's, Klaus Ernst, weil er gerade die Europäische Union angesprochen hat, die neuen Leitlinien für Staatshilfen, die gestern veröffentlicht wurden, die sehen ja unter anderem auch nach wie vor, dass eine Rückzahlung der deutschen Industrie droht, wenn auch in einer etwas kleineren Marge als ursprünglich angenommen. Das Verfahren gegen Deutschland jedenfalls, das hält weiter an und die Rückzahlung ist also noch nicht vom Tisch. Sollte die so weit kommen, dass die deutschen Industriebetriebe nachzahlen müssen, befürchte ich, dass das wieder bei beim Verbraucher durchschlägt. So ist das doch üblich. So, meine Damen und Herren, und hier in der Debatte um Wirtschaft und Energie, den Einzelplan 09 von Vizekanzler Sigmar Gabriel, hat jetzt das Wort für die CDU Andreas Lemmel. Er ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Ernst, wenn man Sie so hört, da kriegt man ja richtig Angst, wenn Sie sich hier ereifern, dass Sie vielleicht hier mal einen Blutdruckkollaps kriegen. Und dass Sie
mal Betriebswirtschaft studiert haben, also da können Sie aber bestimmt kein Examen gemacht haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie Ihr Studium jemals zu Ende bekommen haben. Und wenn ich mir jetzt noch überlege, dass jetzt allen Ernstes in Thüringen versucht wird, einen linken Ministerpräsidenten zu installieren, da kann ich ja nur den Thüringern, meinen lieben Kollegen aus Thüringen, mein herzliches Beileid aussprechen. Denn das würde ja furchtbar werden, wenn das wirklich eintreten wird. Und dass sozusagen die Grünen in Thüringen noch das unterstützen, indem sie sagen, sie könnten in einer Regierung unter einem linken Ministerpräsidenten arbeiten, meine Damen und Herren. Das haben die Thüringer nicht verdient, weil die das alles schon mal erlebt haben. Herr Kollege Lemmel, ich habe den Eindruck, dass der Kollege Ernst das nicht ganz nachvollziehen kann und deswegen gerne durch eine Zwischenfrage das noch mal erläutert haben möchte. Na, haben Sie jetzt Ihr Zeugnis mit, oder? Bitte. Herr Lemmel, es freut mich ja, dass Sie sich über meine Abschlüsse sorgen. Ich habe übrigens nicht von Betriebswirtschaft, sondern von Volkswirtschaft gesprochen, falls Sie den Unterschied zu erkennen vermögen. Meinen Abschluss können Sie übrigens nachlesen. Der steht ja in den entsprechenden Unterlagen des Deutschen Bundestags in meinem Lebenslauf drin. Ich kann Ihnen sogar die Zeugnisse zeigen. Meine Frage ist aber eine andere. Sie haben ja schon einen Teil Ihrer Redezeit vergeudet, sehr qualifiziert auf meine Abschlüsse einzugehen. Aber haben Sie denn eigentlich eine Antwort und eine Erklärung dafür? Oder wie bewerten Sie denn eigentlich den Tatbestand, den ich angesprochen habe, dass die Löhne in diesem Lande seit 12 Jahren sinken, während die Unternehmensgewinne um 31% gestiegen sind? Dazu habe ich von Ihnen bis jetzt jedenfalls noch nichts gehört. Aber das ist auch ein Problem der langen Redezeiten, die zurzeit für die Regierung zur Verfügung stehen. Da kann man auch ein bisschen blödeln. Ne? Okay, gut, also ich werde Ihre Frage im Laufe der Rede mit beantworten. Deswegen können Sie darauf rechnen, dass Sie da eine Antwort bekommen. Tja, meine Damen und Herren, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, das war der Titel, der über den Koalitionsverhandlungen stand. Und genau darum geht es ja auch mit diesem Haushalt, dass wir die Position Deutschlands, die Position der deutschen Volkswirtschaft in der Welt stärken müssen. Denn die Amerikaner, die Asiaten, die Araber, alle schlafen nicht und sind drauf und dran, sich Anteile am wirtschaftlichen Geschehen der Welt zu erobern. Das heißt also für uns, wir müssen immer mit in vorderster Front marschieren. Das heißt natürlich, dass wir unsere Haushaltsansätze, die wir veranschlagen, auch immer darauf richten müssen, dass mit diesem Geld der größtmöglichste Effekt erzielt wird. Und wenn man sich jetzt den Haushaltsplan 09 anschaut vom Bundeswirtschaftsministerium, dann kann man ja feststellen, dass ungefähr 50% der Mittel eingesetzt werden für Forschung und Technologie. Also genau für diesen Zweck, dass nämlich heute Entwicklungen betrieben werden, die morgen den Unternehmen die Chancen geben, am Weltmarkt wieder mitzuspielen. Und das ist eigentlich die hervorragende Botschaft, dass der hohe Anteil für Forschung und Technologie auch in diesem Haushaltsplan weiter ausgebaut wird. Denn das sind auch die Grundlagen für das Wachstum und das sind die Grundlagen für Beschäftigung, Herr Ernst. Und genau da kommen wir mal drauf. Wenn Sie sich die Lohnentwicklung der letzten Jahre anschauen, dann kann Ihre Aussage nicht so hundertprozentig stimmen. Denn die Lohnentwicklung, die Lohnabschlüsse, die Tarifabschlüsse der letzten Jahre sind ja gerade deswegen so positiv auch gewesen, weil früher viel investiert wurde in Forschung und Technologie, weil die deutsche Wirtschaft eine starke Stellung in der Welt hatte und damit auch diese Löhne zahlen kann. Meine Damen und Herren, es wurde ja schon darauf eingegangen, Kernstück des Ganzen im Wirtschaftshaushalt ist natürlich das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand. Muss ich nicht mehr viel dazu sagen, bloß der Kollege Klaus ist nicht mehr da, der ja vorhin das Thema brachte wegen der vorläufigen Haushaltsführung, dass praktisch keine Anträge bearbeitet werden konnten. Herr Kollege Klaus, wir können Ihnen sagen, das Problem ist schon lange sozusagen im Fluss. Also Sie sind etwas spät hier, dass Sie das hier noch mal thematisieren. Ich will nur noch eine bemerkenswerte Sache aus dem ZIM kurz sagen, dass nämlich ganz besonders die Säule der Zusammenarbeit, der Kooperationsprojekte, also zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen, Universitäten und Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung genommen haben. Und das ist auch ein sehr gutes Zeichen, dass die staatlich finanzierte Forschungsinfrastruktur Leistungen bringt für die wirtschaftliche Entwicklung. Und dieses ZIM werden wir auch in den nächsten Jahren weiter
weiter gut befördern. Und ich denke, es geht jetzt auch darum, vor allen Dingen die durchläufige Finanzierbarkeit des Programms abzusichern. Das Thema GAW, also Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung, ist ja auch mehrfach erwähnt worden. Wir haben die Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, zunächst umgesetzt. Das heißt also, der Betrag für die GAW ist angehoben worden. Nur, meine Damen und Herren, die GAW ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Das heißt also, 50% der Mittel werden vom Bund aufgebracht und 50% der Mittel müssen die Länder herbeibringen. Und es geht natürlich nicht immer nur in eine Richtung, dass auf den Bund geguckt wird, dass er seine Verpflichtung erfüllt, sondern man muss natürlich auch verschiedene Länder immer wieder darauf hinweisen, dass auch sie die Verpflichtung haben, in ihren Länderhaushalten entsprechende Mittel einzustellen, damit sozusagen die Mittel der Gemeinschaftsaufgabe auch wirklich entsprechend ausgegeben werden kann. Also auch das muss man immer wieder deutlich sagen. Wenn man sich die Mittelabflüsse anschaut, dann gibt es immer einige sehr gute Länder, das sind Bayern, klar, wenn es was zu holen gibt, sind die immer mit dabei. Das ist Sachsen, das ist Thüringen, Mecklenburg ist auch sehr gut mit dabei. Aber es gibt einige Länder, die sozusagen im letzten Jahr nicht mal drei Viertel ihrer Quoten abgeholt haben. Und hier muss man sagen, Gemeinschaftsaufgabe heißt auch dann gemeinschaftlich Verantwortung tragen. Ein wichtiger Baustein in dem Haushaltsplan 09, das ist auch die Förderung der Außenwirtschaft. Deutschland ist Exportweltmeister. Man kämpft immer mal mit China um die Führungsrolle. Aber wenn man das auf die Bevölkerung umrechnet, bleibt Deutschland eindeutig der Exportweltmeister. Und deswegen haben wir ja dieses hervorragende System der Außenhandelskammern, die weltweit agieren. Und dieses System ist auch ziemlich einmalig. Das müssen wir erhalten und ausbauen. Allerdings, jetzt spreche ich mal als Vorsitzender des Afrikakreises unserer Fraktion, fällt auf, dass ein gesamter Kontinent ziemlich dünn mit Außenhandelskammern belegt ist. Also hier müssen wir uns in der nächsten Zeit mal darüber unterhalten, Herr Minister, wie wir das Thema Afrika, wirtschaftliche Entwicklung in Afrika mit anpacken können. Das heißt also, wie wir die Präsenz der deutschen Wirtschaft in Afrika erhöhen können und welche Instrumente wir auch brauchen, um das anzuregen. Solange natürlich die afrikanischen Staaten fast alle in der höchsten Risikoklasse bei Hermes verzeichnet sind, in der Risikoklasse 7, und damit natürlich Investoren und Exporteure kaum Kreditgarantien kriegen, solange werden wir auch das Geschäft nicht in Gang bekommen. Also wir müssen uns da mal darüber verständigen. Ich denke, Afrika ist ja ein Kontinent der Chancen und hier wollen wir auch als Deutsche nicht zu spät kommen. Sehr wichtig im Kapitel 09, im Haushalt 09, ist das Kapitel Mittelstand gründen, Wachstum investieren, meine Damen und Herren. Und hier zeigt sich ja, dass wir in den letzten Jahren in Deutschland doch vor allen Dingen in dem Bereich der technologieorientierten Gründung eine Durststrecke hatten. Und hier müssen wir uns wirklich nochmal gemeinsam Gedanken machen, wie wir wieder eine lebendige, mobile Gründerszene unterstützen können. Und hier sind zwar schon viele Bausteine da, die KfW, die EAP-Vermögen, Programme aus dem Bundeswirtschaftsministerium, aber es fehlt eine Sparte, nämlich das ist das private Risikokapital. Und hier haben wir ja im Koalitionsvertrag ganz klar niedergeschrieben, dass wir ein Venture-Capital-Gesetz machen wollen. Und das müssen wir jetzt auch anpacken, meine Damen und Herren. Das brauchen wir dringend, um sozusagen mit den Amerikanern oder Engländern hier auch mithalten zu können. Erst gestern wurde mir wieder ein Fall geschildert von einer Softwarefirma, die letztendlich hier an 750.000 Euro gescheitert ist und dann letztendlich auch übernommen wurde von Amerikanern, die die Chance der entwickelten Software erkannt haben und dann eben risikofreudig auch zugegriffen haben. Also hier ist aus meiner Sicht noch einiges zu tun, aber hier hat der Koalitionsvertrag auch ganz klar gezeigt, wohin die Reise gehen soll. Kommt das Thema Fachkräfte, ist heute auch schon mehrfach angesprochen worden, meine Damen und Herren. Aber es sind zwei oder drei Dinge noch nicht zur Sprache gekommen. Das ist das eine, wenn man sich die europäischen Staaten anschaut, dann stellen wir ja immer wieder fest, Deutschland ist stark. Deutschland hat in den letzten Jahren an wirtschaftlicher Stärke gewonnen. Und das liegt natürlich daran, dass wir die hochausgebildeten Facharbeiter bei uns haben. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir zum Beispiel einen Meisterbrief haben, der einen Handwerksmeister entsprechend qualifiziert,
seine fachlichen Leistungen zu bringen, genauso wie im betriebswirtschaftlichen fit zu sein. Und es kann doch aus meiner Sicht nicht angehen, dass man von europäischer Seite jetzt danach trachtet, sozusagen die Besseren runterzuholen, um sie auf Mittelmaß zurückzuschneiden, damit diejenigen, die in ihrer beruflichen Ausbildung, diejenigen Staaten, die noch nicht so weit entwickelt sind, nicht so schlecht ausschauen. Also mein Anspruch ist doch der, dass man eben gerade das beste System auch in andere Staaten exportieren sollte, um dort genauso für eine hervorragend ausgebildete Facharbeiterschaft zu sorgen. Und deswegen sage ich hier auch noch mal ganz klipp und klar, die CDU-CSU-Fraktion steht zum deutschen Meisterbrief und wird alle Angriffe auf diesen Meisterbrief auch abwehren. Und das betrifft genauso die Angriffe auf die duale Berufsausbildung, meine Damen und Herren. Die duale Berufsausbildung, das ist der Garant für gute Facharbeiter. Und wir werden doch, wie man so schön sagt, mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man dieses System aufgeben würde. Also auch hier heißt es für uns, wir verteidigen dieses System ganz stark. Ja, und dann, die Wirtschaft besteht natürlich nicht nur, meine Damen und Herren, aus Industrie und Gewerbe, sondern auch aus Dienstleistungen. Und ich möchte vielleicht noch ein Thema ansprechen, was hier sonst kaum Berücksichtigung findet, das ist das Thema Tourismus. Denn immerhin wird ja im Einzelplan 09 werden 28 Millionen Euro ausgegeben für die Deutsche Zentrale für Tourismus, damit sie sozusagen im Ausland Werbung machen kann, damit Gäste zahlreich nach Deutschland kommen. Und die Touristiker, meine Damen und Herren, die werden immer sehr unterschätzt im Wirtschaftsgetriebe. Es gab schon Leute, die haben immer davon gesprochen, es wäre eine Spaßbranche. Das ist aber natürlich völliger Quatsch. Der Tourismus ist eine ortsgebundene Dienstleistungsbranche, die hervorragende Arbeit leistet, die einen großen Anteil am deutschen Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet und die nie auf die Idee käme, weil es auch gar nicht funktioniert. Sie kann keine Arbeitsplätze irgendwohin exportieren, sondern die Arbeitsplätze müssen bleiben hier. Und wenn es darum geht, Belastungen aus dem Thema Energiewende oder andere Belastungen, die der Branche auferlegt werden, meine Damen und Herren, die Touristiker trifft das alles ziemlich schwer. Und da die touristischen Betriebe meistens kleine Betriebe sind, mittelständisch geprägte Familienbetriebe sind, sind die Belastungen viel schwerer zu tragen als für große Industriebetriebe. Deswegen möchte ich hier noch mal den Touristikern in Deutschland danken für ihre Leistung. Sie kommen sonst immer etwas kurz, aber sie sind nämlich auch vielfach in den Regionen aktiv, wo Industrie sehr wenig zu finden ist. Das heißt also, das wirtschaftliche Gleichgewicht in unserem Lande wird auch durch die Branche des Tourismus wesentlich mit hergestellt. Also deswegen stehen wir zu den Ausgaben für den Tourismus, für die Deutsche Zentrale des Tourismus, und wir hoffen, dass wir unsere Gästezahlen mit Hilfe dieses Geldes weiterhin erhöhen können, denn auch diese Gäste werden ein positives Deutschlandbild mit in ihre Länder nach Hause nehmen. Vielen Dank und gute Beratung. Andreas Lemmel war das für die Union. Nächste Rednerin in der Debatte, die parlamentarische Geschäftsführerin der Bündnisgrünen, Anja Heiduck. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Wirtschaftslage ist in der Tat ganz gut. Die Konjunktur läuft, die Wachstumsprognose ist positiv, Steuereinnahmen sprudeln und die Arbeitslosenquote ist erneut gesunken. Herr Minister, das sind sehr, sehr gute Rahmenbedingungen für Ihre Arbeit. Aber wir können feststellen, gestern und auch heute bei Ihrer eigenen Rede, es liegt eine Gefahr in diesem positiven Umfeld, nämlich die Gefahr, dass Sie sich allzu selbstgefällig zurücklehnen und sich in Selbstlob ergehen. Es gibt leider auch Belege im Haushalt, dass Sie jetzt nicht die Herausforderungen anpacken auf Basis dieser guten Umstände. Das kann man zusammenfassen. Erstens, die Investitionsquote dümpelt vor sich hin. Der Mittelstand wird immer noch vernachlässigt und die Energiewende wird nicht richtig angepackt. Erster Punkt. Die Investitionen bleiben auf der Strecke, obwohl Sie im Koalitionsvertrag groß erklärt haben, wir setzen auf mehr Investitionen sowohl der öffentlichen Hand als auch auf bessere Rahmenbedingungen für Private.
Und was passiert denn bei der öffentlichen Hand, Herr Heil? Nicht nur, dass wir in Deutschland unterhalb des OECD-Durchschnitts liegen, nein, wir haben eine Investitionsquote von 8,6 und die sinkt bis zum Ende der Finanzplanperiode auf 8,3. Es ist sowieso schon ein Skandal, dass wir eine einstellige Investitionsquote haben und darauf können Sie sich doch nun nicht ehrlich ausruhen wollen. Und ich muss das auch noch mal sagen, wenn Sie hier so stolz von den 5 Milliarden für die Infrastruktur sprechen. Sie wissen doch selber, dass das weit unter dem Bedarf ist. Und wenn Sie von 40 Milliarden Steuermehreinnahmen in dieser Finanzplanperiode die Investitionen nur mit 1,2 Milliarden bedenken, dann ist das ein Ausweis von einer schlechten Wirtschaftspolitik und einer mangelhaften Zukunftsorientierung. Und wir müssen doch im Sinne von Breitbandausbau, Bildungsinvestitionen und Sanierungsaufgaben mehr tun. Ich habe kein Verständnis für Ihre Selbstgefälligkeit. Der Mittelstand wird stiefmütterlich behandelt. Im Etat des Wirtschaftsministers macht mal gerade 12% aus, was für den Mittelstand ausgegeben wird. Das liegt daran, dass es große Fördersummen gibt für Luftfahrt und Großindustrien in diesem Bereich. Es liegt auch daran, das muss man mal zu Zeiten dieser energiepolitischen Diskussion erwähnen, es liegt auch daran, dass wir noch 20% des Etats im Jahr 2014 für die Steinkohleförderung ausgeben. Das ist eine Altlast, die man jetzt mal nicht vergessen darf, wenn man über Politik und Zukunft und Energieversorgung redet und Kosten. Und dann muss man auch noch sagen, dass leider bei der Mittelstandsförderung, bei den Programmen immer noch zu wenig Anteile an die kleinen und mittleren Unternehmen gehen. Es sind insgesamt nach unseren Berechnungen 25%. Bei der regionalen Wirtschaftsförderung, da denkt man immer, Mensch, da sind doch 88% der betroffenen Unternehmen kleine und mittlere. Dann muss ich Ihnen aber sagen, wenn Sie auf die Fördersumme gucken, sind es nämlich nur 48%, die dahin fließen. Herr Minister, Sie haben da eine ganze Menge noch umzusteuern. Davon ist leider bisher nichts zu sehen. Ich möchte auch noch mal auf die Energiewende eingehen. Sie hatten da mit Sicherheit keine leichte Diskussion vor dem Hintergrund der Maßnahmen der EU-Kommission. Aber Sie müssen doch letztlich zugeben, Sie haben Ihre eigenen selbstgesteckten Ziele nicht erreicht. Sie haben gesagt, wir wollen die Kosten in den Griff kriegen. Und Sie kommen jetzt mit einem Ergebnis, wo Sie durch Ausweitung der Branchen und einer eben nicht zielgenauen, konzentrierten und damit auch Abschmelzung von Ausnahmebedingungen insgesamt die Belastungen für die privaten Verbraucher auf bis zu 8 Milliarden erhöhen. Sie haben Ihre selbstgesteckten Ziele einer zielgenaueren, Sie wollten runter auf 4 Milliarden, Sie wollten eine Milliarde runter in dem Betrag der Ausnahmen, Sie haben das nicht geschafft. Und deswegen habe ich Verständnis, dass Sie gesagt haben, wir wollen Arbeitsplätze in Deutschland nicht gefährden, aber im Sinne einer fairen Kostenverteilung ist das ein schwacher Kompromiss, wenn man ihn ehrlich anschaut. Ich möchte noch etwas sagen, was mir gar nicht ausreicht ist, wenn Sie sagen, Herr Gabriel und Herr Jürg hat das auch gesagt, die Energieeffizienz ist ein schlafender Riese. Sie regieren. Und wenn Sie finden, das ist ein Riese, dann müssen Sie mir mal erklären, warum Sie sich damit zufrieden geben, dass es ein Zwerg in Ihrem Haushalt bleibt. Es ist so, dass Sie bei der Energieeffizienz die Mittel zusammenstreichen. 100 Millionen beim Energieeffizienzfonds, das Marktanreizprogramm erneuerbare Energien wird ebenso gekürzt. Konsequent wäre es hier, diese Programme auszubauen. Und es ist ganz aktuell gerade festgestellt worden von der unabhängigen Expertenkommission, dass gerade Energieeffizienz und Energiewende im Wärmesektor viel mehr dort passieren muss. Und insofern haben Sie auch an dieser Baustelle ganz viel zu tun und keinen Grund, sich zurückzulehnen. Meine Damen und Herren, wir brauchen ein neues Denken, ein neues Handeln von Staat und Gesellschaft, aber auch von jedem Einzelnen. Nachhaltigkeit muss das Prinzip allen Tuns und aller Entwicklung sein.
Und deshalb müssen wir die Globalisierung so gestalten, dass sie den Menschen dient und nicht ausschließlich den Märkten und der Wirtschaft. Nicht der freie Markt, Herr Gabriel, ohne jegliche Kontrolle ist unser Leitbild, sondern eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Der Markt braucht Grenzen. Da hätten Sie jetzt von der Union eigentlich klatschen können, weil diese Sätze stammen von Ihrem Minister Müller. Die hat er im Januar gesagt und die hat er gestern in dieser Debatte gesagt. Und er hat für die ganze Regierung gesprochen. Und an diesem Maßstab, Herr Gabriel, wollen doch auch bitte schön Sie sich messen lassen. Dazu haben Sie noch eine Menge nachzubessern. Schönen Dank. Das ist die Aufgabe der Opposition und Anja Heiduk hat die hier souverän erledigt, nochmal den Finger in die Wunde gelegt, wo aus der Sicht der Opposition das eine oder andere nachgebessert werden muss. Vor allen Dingen bei der Energieeffizienz, so kritisiert Anja Heiduk, müsse dringend nachgebessert werden. Hubertus Heil, jetzt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Wir diskutieren heute über die Wirtschaftspolitik, über die Energiepolitik in diesem Land. Und meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ich wundere mich schon, das muss ich ganz offen sagen, wie in dieser Zeit, wo es darum geht, tatsächlich die Energiewende zum Erfolg zu führen, es Auseinanderbrechen gibt zwischen Grünen in Bundesländern und der Bundestagsfraktion. Warum hat denn Herr Kretschmann das, was Sigmar Gabriel zustande gebracht hat, gelobt? Und warum reden Sie das hier eigentlich in Grund und Boden so richtig fast das nicht zusammen? Und wollen wir uns das mal im Einzelnen vornehmen, auch Frau Heiduk? Ich finde es nicht in Ordnung, wenn Sie Arbeitsplätze in der Industrie gegen die Interessen von Verbrauchern ausspielen. Das ist ganz billige Polemik, die Sie hier machen. Tatsache ist, dass wir in Deutschland besser durch die Krise gekommen sind als andere Länder, weil wir funktionierende Wertschöpfungsketten haben, von den Grundstoffindustrien über den produzierenden Mittelstand bis zu kleinen Unternehmen. Und in einer solchen Situation die Existenz von Arbeitsplätzen oder zumindest die Investitionen in Grundstoffindustrien zu gefährden, indem Sie fordern, die unmaßvoll einzubeziehen, finde ich schon ein starkes Stück. Und deshalb sage ich mal an dieser Stelle, wir haben dafür gekämpft, dass es berechtigte Ausnahmen gibt. Die sind übrigens andere Ausnahmen als die davor. Die sind an objektivierbaren Kriterien zu messen, die in der Diskussion mit der Kommission zustande gekommen sind. Ich finde, das ist ein guter Erfolg, dass dieses Damoklesschwert über der Grundstoffindustrie in Deutschland von diesem Minister weggepackt wurde, meine Damen und Herren. Und was die Frage betrifft, wie wir mit dem EEG umgehen, so sind wir uns doch einig, dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien wollen. Und übrigens, wir haben jetzt 25%. Mit dieser Politik kommen wir in den nächsten Jahren auf 45%. Deshalb kann vom Ausbremsen der Energiewende überhaupt nicht die Rede sein. Es geht um was anderes. Es geht um Planbarkeit und Kosteneffizienz. Und dass Sie sich dagegen wehren, ist nicht in Ordnung. Man kann doch nicht zugucken, dass wir immer weiter auch über Förderungen zulassen in diesem Bereich. Dass wir Planungs- und Investitionsunsicherheiten haben, nicht nur für die Erneuerbaren übrigens, sondern für die gesamte deutsche Wirtschaft. Und deshalb sage ich Ihnen, bitte, wenn Sie mir eine Frage stellen wollen, meine Redezeit ist so kurz, da freue ich mich. Naja, ein bisschen mitwirken muss ich daran wohl auch noch. Aber Herr Präsident, wenn es schon bei ansonsten erkennbaren Differenzen mindestens in dieser Frage Einvernehmen zwischen Koalition und Opposition gibt, will ich dem nicht im Wege stehen. Bitte schön. Dieter Janicek von den Grünen. Ja, sehr geehrter Kollege Heil, ich glaube, das liegt ja auch an der Frage, ob Sie sich dann freuen, ob Ihre Redezeit verlängert wird. Meine Frage ist, ich habe den Eindruck, Sie bauen da einen sehr großen Popanz auf zwischen der EEG-Reform und der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Nehmen Sie denn zur Kenntnis, dass in China einem unserer Wettbewerber im letzten Jahr mehr investiert worden ist im Bereich der Erneuerbaren, im Kraftwerksbau, im Bereich, als im Bereich der Fossilen, dass auf den Weltmärkten die Musik spielt und wir gleichzeitig, das nehme ich im Ausland wahr, auf Reisen, unser Erfolgsprojekt Energiewende konsequent kaputt treten und Sie sind da in erster Linie beteiligt? Nee, das nehme ich, lieber Herr Kollege, nicht in Kauf und es ist auch nicht in Ordnung, weil ich zu den Befürwortern dieser Energiewende gehöre, genau wie Sie auch. Wir sind beide dafür, dass wir sehr ehrgeizige Klimaschutzziele erreichen unter den Bedingungen einer hochindustrialisierten Nation. Wir sind beide für den geordneten Ausstieg aus der Atomkraft. Wir sind beide sicherlich der Meinung, dass wenn wir die Energiewende in Deutschland schaffen, diese doppelte Energiewende, raus aus der Kernkraft und rein in erneuerbare Energien, dass wir dann Chancen haben, auch mit deutschen Technologien auf den Weltmärkten. Aber dafür müssen wir es bei uns hinbekommen. Und dafür müssen wir bei uns Planungssicherheit schaffen und eben auch Kosteneffizienz. Dass man das ignoriert und zuguckt, dass wir immer mehr umwälzen, auch an Überförderung. Da geht es nicht um Menschen, die allein die Welt verbessern wollen. Es geht um geschäftliche Interessen an dieser Stelle. Und von Ausbremsen kann doch gar nicht die Rede sein. Wir haben einen Zubau in den nächsten Jahren, der wird
dazu führen, dass wir zu 45% kommen. Es geht aber um eine Berechenbarkeit, was den Zubau betrifft, damit wir beispielsweise die Netzintegration leisten können. Und ich sage es nochmal, es geht auch um mehr Kosteneffizienz. Die Erneuerbaren haben so viel an Lernkurven, vor allen Dingen Wind Onshore und auch Photovoltaik mittlerweile, dass wir sie an den Markt ranführen können und nicht überfördern müssen. Das bitte ich Sie zur Kenntnis zu nehmen. Ich sag Ihnen mal, Frau Höhn, dass Sie als eine, die wirklich Verdienste hat im Bereich der Energiepolitik, mit diesem starren Beharren auf Überförderung tatsächlich der Energiewende einen Tort antun, das sollten Sie auch mal zur Kenntnis nehmen. Das kann ich mal sagen. Ich will Ihnen deutlich sagen, dass das, was da geschafft wurde vom Bundesminister Gabriel, mit Unterstützung auch der Führung der Bundesregierung, auch des Kanzleramtsministers, auch der Bundeskanzlerin, aus meiner Sicht eine Chance ist, nicht nur die Energiewende wieder aufs Gleis zu bringen, sondern für die gesamte deutsche Wirtschaft zu einem Investitionsschub führen kann. Weil die Unsicherheiten, die wir in den letzten Jahren aufgrund auch von, ich sag mal, erratischen Formen von Energiepolitik erlebt haben, tatsächlich dazu geführt haben, dass Investitionen blockiert wurden in vielen Bereichen. Die lagen auf Halde, im Bereich der erneuerbaren Energien selbst, im Bereich der Wirtschaft, auch der Grundstoffindustrien selbst. Und das ist genau das, was wir brauchen. Frau Heiduck, Sie haben zu Recht davon gesprochen, dass wir nicht selbstzufrieden sein dürfen. Denn beim Thema Investitionen haben wir in Deutschland bei den öffentlichen und privaten, da hat das DIW vollkommen recht, eine ganze Menge zu leisten in den nächsten Jahren. Bei den öffentlichen macht sich diese Koalition auf den Weg. Wir investieren 9 Milliarden mehr in Bildung, Forschung und Wissenschaft. Wir werden die Kommunen entlasten, weil die am meisten in die öffentliche Infrastruktur investieren. Wir steigern um 5 Milliarden Euro die Verkehrsinvestitionen in diesem Haushalt. Ich sage Ihnen an dieser Stelle, wir können immer noch mehr fordern. Aber es ist richtig, dass diese Bundesregierung bei Investitionen wirklich einen guten Schwerpunkt legt. Aber wir müssen gleichzeitig darauf gucken, dass die privaten Investitionen, die in unserem Land zu niedrig sind, stattfinden in Unternehmen. Und dafür brauchen die ordentliche Rahmenbedingungen. Das heißt vor allen Dingen Berechenbarkeit von Politik. Und genau das schaffen wir im Bereich der Energiepolitik. Da kehrt Berechenbarkeit auch zurück. Herr Bundesminister Gabriel, Sie sind nicht Energieminister allein, das haben Sie betont bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts. Sie sind Minister für Wirtschaft und Energie. Und ich will Ihnen sagen, wir freuen uns als SPD-Bundestagsfraktion, dass mit Ihrer Arbeit wir wieder auf eine aktive Wirtschafts-, Industrie- und Mittelstandspolitik setzen und nicht nach dem Motto, Wirtschaft wird allein in der Wirtschaft gemacht. Nein, das, was wir hier in der Politik an Rahmensetzungen machen, das, was wir an Initiativen ergreifen, hat für die Zukunft unserer Wirtschaft eine entscheidende Bedeutung. Das betrifft große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir können uns nicht selbstzufrieden zurücklehnen. Wir sind sehr erfolgreich, wir sind Export-Vize-Weltmeister, aber wir stehen vor großen Aufgaben. Die Energiewende ist eine. Der veränderte demografische Aufbau am Arbeitsmarkt ist das zweite. Die große Frage der Digitalisierung übrigens unserer Industrienation und der gesamten Wertschöpfungsketten, Stichwort Industrie 4.0, dieser Tage auf der Hannover-Messe intensiv diskutiert, liegt vor uns. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zurückfallen, weil wir eine ganze Menge an Unternehmen haben, die da was leisten können, die leider nicht in Europa oder in Deutschland sind, sondern in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Fernost. Es bleibt also viel zu tun. Sie haben uns an Ihrer Seite, wenn es darum geht, mit einer aktiven Wirtschaftspolitik die Grundlagen dafür zu schaffen, dass unser Land erfolgreich bleibt. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Hand. Wir danken Ihnen übrigens auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihres Ministeriums, die wirklich Großes geleistet haben beim Thema EEG, für Ihre nächtelange Arbeit in den letzten Wochen. Jetzt sind wir als Parlament dran, was die EEG-Reform betrifft, und wir werden dafür sorgen, dass das Ganze vernünftig durchs Parlament kommt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein ausführlicher Dank an Sigmar Gabriel aus der eigenen Partei. Das kann man erwarten. Bei dieser Gelegenheit kann man noch erwähnen, dass die Bundeskanzlerin übrigens jetzt wieder zurückgekehrt hier in den Plenarsaal mit dem heutigen Tage Helmut Schmidt überholt hat. Wer hätte das im Jahr 2005 gedacht? Nur noch Konrad Adenauer und Helmut Kohl haben länger regiert als Angela Merkel. Eva Bulling-Schröter jetzt für Die Linke. Wettbewerbskommissar Almunio milde zu stimmen. Und Sie haben die Geschenke an die Industrie einfach umverpackt. Das Öko-Institut berechnet ja Mehrkosten zwischen 300 Millionen und 2,5 Milliarden dafür. Und den Anteil der stromintensiven Industrie an der EEG-Umlage, 5,5 Milliarden, werden ja vielleicht mehr, zahlen weiterhin die normalen Stromkunden mit. Ja, und da kann ich nur sagen, dieses Verhandlungsergebnis adelt Sie als Industrieminister oder, wie vorher gesagt wurde, Genosse der Bosse. Und jetzt, wem nützt dieses neue EEG?
Und was ist mit den privaten Haushalten, besonders mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die am Ende des Monats ihre Stromrechnung kaum bezahlen können? Es gäbe ja durchaus Möglichkeiten, sie zu entlasten. Die Linke hat dazu ja einiges vorgeschlagen, zum Beispiel die Senkung der Stromsteuer. Und die SPD hatte ja auch vor der Bundestagswahl auch diese Forderung erhoben. Aber ich weiß, das alte Spiel, dem Kollegen Schäuble steht die schwarze Null im Haushalt über allem. Und jetzt frage ich Sie, wann, Herr Gabriel, wollen Sie Ihr Verhandlungstalent mal an dieser Stelle einsetzen für die Bürgerinnen und Bürger? Mit dem EEG 2014 führen Sie exakt das schwarz-gelbe Projekt aus 2012 weiter, das bereits der Solarbranche schlimm zugesetzt hat. Aber Ihre Einschnitte sind noch drastischer. Nun sollen die kleinen Bürgerenergieprojekte bluten, die bislang knapp die Hälfte der gesamten installierten Leistung von Energien aus Wind, an Land, Sonne und Biomasse stellen. Neuanlagen werden über kurz oder lang in die verpflichtende Direktvermarktung gezwungen, die bisherige Managementprämie entfällt. Und ich kritisiere aber noch mehr. Ab 2017 die geplanten Ausschreibungen, mit denen endgültig die feste Einspeisevergütung Geschichte wird. In anderen Ländern haben Ausschreibungen zu höheren Vergütungssätzen und Fehlsteuerungen geführt. Das ist ja inzwischen bekannt. Aber diese Erfahrungen ignorieren Sie einfach. Und auch hier möchte ich wieder fragen, wem nützen die Ausschreibungen? Es sind zum Beispiel diejenigen, die die Investitionen an einer Ausschreibung teilzunehmen und nicht den Zuschlag zu bekommen, verkraften können. Große Investoren, die hohe Risiken zu tragen, bereit sind. Sie machen Anwohnerenergieprojekten damit das Gar aus und leiten einen Paradigmenwechsel ein. Und da sind wir wirklich vollkommen dagegen. Schluss mit Klein-Klein ist Ihre Devise auch hier, Herr Industrieminister. Ihr Einsatz für die Unternehmen stellt die hohe Zustimmung zur Energiewende bei den Bürgerinnen und Bürgern wirklich auf die Probe. Die Stromkosten machen von den gesamten Energiekosten eines durchschnittlichen Haushalts nur ein Viertel aus. Heizkosten schlagen viel stärker zu Buche, und auch darüber müssen wir reden. In den neuen Bundesländern müssen nun nach und nach 75% der Heizungsanlagen ausgetauscht werden, die nach der Wende eingebaut wurden. Warum? Nicht nur in den neuen, ist richtig, auch in den alten müssen die ausgetauscht werden. Warum legen Sie nicht ein Energiekonzept vor, Gesamtkonzept, das endlich auch die Gebäudeeffizienz eine den Klimazielen angemessene Förderung zuspricht? Dann hören wir aus dem Ministerium Gabriel, dass im Grunde sofort eine Verdoppelung der Sanierungsrate von derzeit 1% auf 2% erfolgen müsste. Will man die geplanten, dem Gebäudebestand bis 2050 nahezu komplett energetisch saniert haben? Und das ist ja auch notwendig. Wir haben schon ein ganzes Jahrzehnt verloren. Wann will die Bundesregierung den Sanierungsfahrplan, den die EU zum Ende dieses Monats einfordert, vorlegen? Da haben wir ja noch gar nichts gehört. Wir müssen davon wegkommen, die Gebäudeeffizienz und natürlich auch die anderen Maßnahmen für Energie- und Klimaschutz über den Energie- und Klimafonds zu finanzieren. Wir sehen ja, das funktioniert nicht und die Zertifikate sind ja viel zu niedrig, da ist nichts drin. Die Linke fordert 5 Milliarden Euro jährlich für Effizienzmaßnahmen. Und diese Förderung müsste verlässlich sein. Gebäudesanierung darf eben nicht zu einem Schwert gegen Mieterinnen und Mieter führen. Die Mieten müssen bezahlbar sein. Es kann nicht sein, dass sich Mieten verdoppeln wie in einigen Städten und die Leute ausziehen müssen. Und es darf auch kein Trick von Investoren sein, die Mieten drastisch in die Höhe zu treiben. Damit schaffen wir keine Akzeptanz, sondern nur Ablehnung. Wir wollen den sozialökologischen Umbau
Und er darf nicht nur ökologisch, sondern er muss sozial sein und bezahlbar. Und ich denke, das ist auch machbar, wenn die Gelder dementsprechend umverteilt werden. Meine Damen und Herren, wir sind immer noch in der Haushaltsdebatte, wenngleich die meisten Redner sich mit der Reform des EEG beschäftigen, verständlicherweise, denn es geht ja um den Etat des Wirtschafts- und Energieministers. Die erste Lesung zu diesem Gesetz wird übrigens nach Ostern stattfinden und man plant, bis Ende Juni das Gesetz durch den Bundestag gebracht zu haben. Am 11. Juli könnte der Bundesrat dann zustimmen, sodass am 1. August die Novelle des EEG in Kraft treten könnte. Nächster Redner jetzt von der CSU, Karl Hohlmeier. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die deutsche Wirtschaft bleibt auch 2014 die Lokomotive für Wachstum und Beschäftigung in Europa. Die Bundesregierung erwartet laut Jahreswirtschaftsbericht für das laufende Jahr ein etwas stärkeres Wachstum als noch im Herbst des letzten Jahres vorausgesagt. Vor dem Hintergrund, dass sie mit erheblichem Gegenwind auch aus Wirtschafts- und europäischem Umfeld zu kämpfen hat, ist dies eine gute Nachricht. Und das Wachstum, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird über das Jahr 2014 hinaus sogar zunehmend an Substanz gewinnen. Mit dem vorliegenden Haushalt tragen wir dazu bei, diese guten Aussichten zu festigen. Wir fördern Innovationen. Die Innovationsförderung ist einer der Schwerpunkte im Haushaltsansatz des Bundeswirtschaftsministeriums. Wir führen den Investitionszuschuss für Wagniskapital fort. Die Finanzierungssituation junger, innovativer Unternehmen wird weiter verbessert. Und was ganz wichtig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir fördern die regionale Wirtschaft. Die Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftspolitik werden fortgeführt. Und ich möchte hierzu wirklich einen herzlichen Dank an die Bundesregierung, vor allem an unsere Bundeskanzlerin sagen, dass gerade entlang der Grenze zu Tschechien die bayerischen Landkreise weiter im Förderbeginn mit dabei sind. Wir fördern den Mittelstand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir unterstützen Unternehmensgründungen und vor allem die Fachkräftesicherung. Wir verfolgen einen konsequenten Konsolidierungskurs. Der Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums leistet auch in diesem Jahr einen wichtigen Beitrag zur Konsolidierung. Der Etat für 2014 wurde zwar erhöht, dies ist aber im Wesentlichen damit begründet, dass die Zuständigkeiten für die Energiewende hier in den Haushalt mit eingebracht wurden. Wir schaffen verlässliche Bedingungen, Rahmenbedingungen für den Energiebereich. Energie muss sicher und bezahlbar bleiben. Dies gilt sowohl für unsere Bürgerinnen und Bürger als auch für unsere Wirtschaft. Deshalb reformieren wir das EEG. Am 8. April, vor ein paar Tagen, hat das Bundeskabinett diese Novelle beschlossen. Insgesamt kann der beschlossene Gesetzentwurf durchaus ein positiver Schritt hin zu einer Dämpfung des Strompreisanstiegs gesehen werden. Mit der Einführung der verpflichtenden Direktvermarktung und der Festschreibung des Systemwechsels hin zum Ausschreibungsmodell sind hierzu entscheidenden Weichen und die entscheidenden Grundlagen gestellt worden. Im parlamentarischen Verfahren, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird es sicher noch einige zahlreiche Punkte geben, bei denen wir genau hinsehen müssen. Hierzu zählen zum Beispiel aus bayerischer Sicht in besonderer Weise die Biomasse und die Wasserkraft. Auch sollten wir den Mechanismus zur Berechnung der EEG-Umlage unter die Lupe nehmen. Wenn eine feste Einspeisevergütung gezahlt wird, die erneuerbaren Energien aber gleichzeitig eine strompreisdämpfende Wirkung an den Spotmärkten entfalten, wird die EEG-Umlage zwangsläufig immer weiter steigen. Die Frage, kann das so bleiben? Wichtig ist auch, dass die Entlastungen für die energieintensiven Industrien erhalten bleiben. Die Befreiung von energieintensiven Industrien von der EEG-Umlage ist wettbewerbspolitisch unbedingt geboten. Das von der EU-Kommission eingeleitete Beihilfeverfahren darf nicht dazu führen und wird auch nicht dazu führen, dass der Industriestandort Deutschland und seine Arbeitsplätze gefährdet werden. Ich danke hier wiederum unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, unser Minister Gabriel für die guten Verhandlungen. In den Strompreisen wird sich eine Überarbeitung des EEG aber erst mittel- und langfristig sicherlich bemerkbar machen. Deshalb müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir die Verbraucher vielleicht kurzfristig entlassen können. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die EEG-Umlage auf einen bestimmten Betrag gedeckelt wird und ein Teil der EEG-Umlage
vielleicht aus einem staatlichen Fonds zwischenfinanziert würde. Dies könnte man dann wieder glätten, wenn die Umlage sinken würde. Eines sollten wir uns aber immer wieder klar machen. Die Energiewende, meine sehr verehrten Damen und Herren, hängt nicht alleine am EEG. Es geht um weit mehr. Wir brauchen ein neues Marktdesign, mehr Energieeffizienz, Speicherkapazitäten und auch neue Netze. Wenn wir dieses Puzzle zusammensetzen, werden wir die Energiewende meistern. Und wir werden sie meistern. Und wenn es jemand schafft, dann wird es Deutschland sein. Wir sind uns dessen bewusst und berücksichtigen dies auch in dem vorliegenden Haushalt. Wir fördern Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, die Unterstützung der unabhängigen Energieberatung von kleinen und mittleren Unternehmen, und das CO2-Gebäudesanierungsprogramm führen wir auf hohem Niveau fort. Wir fördern Forschung und Entwicklung im Energiebereich. Wir stellen erhebliche Mittel zur Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Sicherheitsforschung zur Verfügung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorliegende Haushalt zeigt, dass wir einen Plan dafür haben, wie wir unsere Wirtschaft stärken wollen. Das kann man von der Opposition, den Linken und den Grünen hier in diesem Haus so nicht behaupten. Sie wollen die Ausnahmen für die energieintensiven Industrien abschaffen. Darüber muss man sich wirklich wundern. Denn sie haben keine Alternative, mit der sie gewährleisten können, dass Industrie weiter wettbewerbsfähig bleibt. Zum anderen deshalb, weil doch gerade Sie von den Grünen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie waren es, die diese Maßnahmen mit eingeführt haben. Darüber hinaus waren Sie es auch, die diese Novelle, diese zweite EEG-Novelle 2003, diese Ausnahmen ausgedehnt haben. Dies zeigt, Sie empfinden keinerlei Verantwortung gegenüber unserer Wirtschaft. Ihnen ist es vollkommen egal, ob Arbeitsplätze in Deutschland bestehen bleiben oder ins Ausland verlagert werden. Sie werfen uns immer wieder vor, die Energiepreise sind zu hoch. Ich frage Sie, was haben Sie für Alternativen anzubieten? Bezüglich einer Überarbeitung der EEG-Umlage haben Sie außer Worthülsen und Kritik unserer Arbeit nichts vorzuweisen. Auch fordern Sie immer wieder, den Fokus auf schwache Verbraucher zu legen, wie wir gerade hörten. Wir müssen einen Weg finden, wie wir die Bezahlbarkeit von Energie für alle Verbraucher und für die Wirtschaft auch in Zukunft gewährleisten können. Und daran arbeiten wir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem vorliegenden Haushalt gehen wir nicht in ein Zeitalter der erneuerbaren Energien, sondern wir gehen auch in ein Zeitalter der konsolidierten Staatsfinanzen. Wir schließen einen Kreis mit Franz Josef Strauß, der damals den letzten Haushalt 1969, den letzten schuldenfreien Haushalt in Deutschland vorlegen konnte. Mit dem Haushalt 2014 und gerade mit dem Haushalt 2015 werden wir wieder einen schuldenfreien Haushalt in Deutschland vorlegen können. Darauf können wir stolz sein, genauso wie auf unsere Wirtschaft, die es weiterhin gilt zu stärken. Dafür werden wir auch in Zukunft arbeiten. Herzlichen Dank. Das Wort hat jetzt in der Debatte für die Bündnisgrünen ihr Mittelstandsbeauftragter Thomas Gamke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, da haben Sie eben eine Rede gehört von jemand, der Innovation vielleicht buchstabieren kann, aber nicht verstanden hat. Ich werde Ihnen das gleich mal beweisen. Und gerade Herr Fuchs, wenn ich Sie zu Ihnen gucke und Sie das Kernkraftwerk Fessenheim, was Netzstabilität anbelangt, angesprochen haben, fahren Sie mal nach Kalifornien, gucken Sie sich mal da an, wie die Netzstabilität machen. Die haben nämlich etwas ganz Intelligentes gemacht. Die haben erstmal elektronische Steuerungsmethoden entwickelt und auch implementiert, um jetzt die Erneuerbaren zu machen. Was Sie gemacht haben 8 Jahre lang, ist, Sie haben nicht geglaubt, nein, Sie haben nicht gewollt, dass es die Energiewende gibt. Sie haben die großen Konzerne unterstützt und dabei etwas verschlafen, was andere können und machen, nämlich eine Netzstabilität hinzukriegen, nicht mit den rotierenden Massen von fossil angetriebenen Dampfturbinen, sondern mit Elektronik und Intelligenz. Und das müssen wir machen. Innovationen brauchen wir, um die Energiewende hinzukriegen, und nicht das, was uns hier erzählt wird.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, da reden manche Leute, dass wir den Heizer auf der E-Lok brauchen. Wenn wir wirklich die neuen Technologien fördern wollen, dann müssen wir sie auch unterstützen. Und dann gucken wir uns doch den Einzelplan 09 mal an. Dann gucken wir uns den noch mal an. Kollegin Heiduck hat es gesagt, gerade mal 12% für den Mittelstand. Und wer ist denn der Treiber? Was höre ich denn immer? Wer ist denn der Treiber für Innovation und neue Dinge, wenn nicht der Mittelstand? Und dann, Herr Gabriel, gerade mal gut 10% für den Mittelstand in Ihren Programmen, aber 1,4 Milliarden für Kohlesubventionen und andere Großindustrien? Nein, das kann es nicht sein. Und die Rahmenbedingungen für den Mittelstand, die Sie mit der Rente mit 63 machen, die Sorgen hören Sie, anstatt zum Beispiel eine vernünftige Teilrente hinzukriegen, um im Alter Beschäftigung zu sichern und damit, was Sie machen, Facharbeiter aus dem Mittelstand herauszudrängen, das ist schon ein ganz schön starkes Stück. Also Mittelstandsförderung und Innovationsförderung sieht anders aus. Was könnten wir machen? Wir könnten endlich die steuerliche Forschungsförderung für kleine und mittlere Unternehmen machen. Das wäre mutig, da mal ein Zeichen zu setzen. Ich höre ja immer aus Ihren Kreisen, dass Sie es machen wollen. Ich höre aber vom Finanzminister, dass er es nicht finanzieren will. Oder Thesaurierungsbegünstigung für kleine und mittlere Unternehmen. Eigenkapitalstärkung wäre auch mal ein Thema. Haben Sie sogar im Koalitionsvertrag schön aus dem grünen Wahlprogramm abgeschrieben. Freue ich mich drüber. Aber Sie müssen es endlich machen, damit dort eine Stärkung erfolgt und nicht nur darüber reden. Wir müssen Innovation und Mittelstand fördern. Und es gibt ja die Unternehmen, die das machen. Es gibt eine Wäscherei, die wäscht Wäsche, ohne Wasser zu verbrauchen, indem sie 100% das Wasser im Kreislauf fahren. Es gibt ein Unternehmen, das ein Verwaltungsgebäude unterhält, ein Mittelständler, 140% des Energieverbrauches stellt es selber her. Es gibt einen Hersteller von weißer Ware, der sich ein Ziel gesetzt hat, 25% Ressourceneinsparungen in 5 Jahren hinzukriegen und der das öffentlich verkündet und jedes Jahr auch nachhält. Und was machen wir? Wir verhindern, indem wir zum Beispiel die Ergebnisse der Enquete-Kommission nicht umsetzen, andere Maßstäbe außer dem Wachstum in die Zielsetzungen von uns, das heißt der Politik, hereinzuschreiben. Und das müssten wir endlich tun. Wir müssten Innovation fordern und fördern. Wir müssten neue Technologien fördern und fordern, aber nicht mit 10% Ihres Etats, sondern deutlich darüber hinaus. Lassen Sie mich ein Fazit ziehen. Dieser Plan lässt eine Zielorientierung vermissen. Und genau diese Zielorientierung, fehlende Zielorientierung, hindert Sie daran, etwas für die neuen Technologien zu machen. Und ich sage es noch mal, etwas für den Mittelstand zu machen. Es werden die alten Industrien gefördert. Ich denke, dass in den Beratungen da noch viel Handlungsbedarf sein wird, damit wir endlich einen Plan bekommen, der Deutschland wirklich nach vorne bringt. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege. Guten Morgen von meiner Seite. Ja, meine Damen und Herren, und Claudia Roth hat jetzt das Präsidium übernommen für Norbert Lammer. Die Bundeskanzlerin hat andere Regierungsgeschäfte und hier den Sitzungssaal verlassen. Es gibt jetzt noch 2 Redner zu dem Einzelplan Wirtschaft. Der erste ist Jan Metzler von der Union. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Wirtschaft braucht Vertrauen. Ein einfacher Satz möchte man annehmen, aber wenn man genauer darüber nachdenkt, ein Satz, der uns fordert. Lassen Sie mich einige Gedankengänge zuvor ansetzen. Deutschland steht gut da. Wir haben uns schon so an die guten Nachrichten gewöhnt, dass man meinen könnte, es wäre eine Selbstverständlichkeit, meine Damen und Herren. Die Zahlen belegen es. 1,8% erwartetes Wachstum in diesem und 2% im nächsten Jahr. Rund 41,7 Millionen Erwerbstätige, niedrigste Jugendarbeitslosigkeit im EU-Vergleich und Verbraucher, die in bester Kauflaune sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn es ist erst gut fünf Jahre her, dass die Krise auf ihrem Höhepunkt angekommen war. Die Börsen waren weltweit auf Talfahrt, viele deutsche Unternehmen hielten sich mit Kurzarbeit über Wasser. Und die Bankenwelt stand vor einem massiven Umbruch. Große deutsche Tageszeitungen titelten, deutsche Ausfuhren sollen um 15% schrumpfen, Wirtschaftskrise erreicht den Arbeitsmarkt oder im Sog von US-Börsen, Doppelpunkt,
DAX knickt ein. Wie hat Deutschland es geschafft, beinahe unversehrt aus dieser Krise herauszukommen? Automatisch? Ganz sicher nicht. Erst die gemeinsame Anstrengung von Gesellschaft, Wirtschaft im Gleichklang mit den richtigen Weichenstellungen unserer konsequenten und besonnenen Politik haben dies erst möglich gemacht, meine Damen und Herren. Gerade auch unsere leistungsstarke Industrie trägt hier einen hohen Verdienst daran. Dabei ist unser Land mittelständisch geprägt mit einer Vielzahl erfolgreicher Familienunternehmen. Wir sind das Land der Hidden Champions. Man ist doch immer wieder erstaunt, wenn man auf diese Unternehmen trifft, die Marktführer in ihrer Branche sind, Millionen umsetzen, aber den meisten Menschen doch völlig unbekannt sind. 1500 dieser heimlichen deutschen Stars gehören zur Weltspitze. Genau hier liegt unser Potenzial. Denn unsere diversifizierte Wirtschaft im Bereich dieser kleinen und mittleren Unternehmen stellt rund 70% der Arbeitsplätze. Das ist enorm und darauf können wir stolz sein, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich doch nur kurz einmal die Frage, hätten wir vor Jahren denselben Fehler gemacht wie einige andere Länder, hätten wir unsere Industrie zurückgedrängt, hätten wir nur auf die Finanzbranche gesetzt, dann würden wir jetzt ernüchtert feststellen, dass eine Reindustrialisierung, also eine Stärkung der eigentlichen Wertschöpfungskette, rückwirkend beinahe unmöglich ist. Hätten wir denselben Fehler gemacht, wir würden heute mit Sicherheit nicht dastehen, wo wir stehen, meine Damen und Herren. Glücklicherweise sind Industrie und Mittelstand so tief in unserer Wirtschafts-DNA verankert, dass selbst die Wirtschaftskrise diese Grundfeste nicht erschüttern konnte, meine Damen und Herren. Nach wie vor nimmt die Industrie in Deutschland einen 20-prozentigen Anteil an der Gesamtproduktion ein. Das ist Spitze in Europa und das soll auch so bleiben. Und dafür wurden seit Jahren die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen, die richtigen Weichen gestellt, und zwar mit maßgeblichem Einsatz der CDU-CSU-Fraktion, meine Damen und Herren. Ja, ja. Stören Sie mich nicht mit Fakten, meine Meinung steht fest, gell, nach dem Motto. Die Große Koalition setzt die richtigen Zeichen, setzt an den richtigen Stellen an. Stichwort Fachkräftesicherung, Stichwort Forschungsoffensive, Stichwort digitale Agenda. Diese Liste ist lang. Dass wir den guten Weg konsequent und besonnen weitergehen, zeigt der vorliegende Einzelplan für Wirtschaft und Energie mit einem Gesamtetat von 7,4 Milliarden Euro. Mit mehr als einem Drittel dieses Etats fördern wir ausschließlich Innovation, Forschung und Technologie in der deutschen Wirtschaft. Dabei gilt für uns das eine tun, aber das andere nicht lassen. Denn wir fördern unser Erfolgsmodell, unsere erfolgreiche Industrie, unseren traditionellen Mittelstand. Gleichzeitig setzen wir wichtige Impulse für Start-up- und Gründerszene, den neuen deutschen Mittelstand, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte zwei Beispiele hervorheben. Erstens mit dem zentralen Innovationsprogramm, kurz ZIM, und der Forschungsinfrastruktur fördern wir gezielt Forschung und Entwicklung im Mittelstand. Als eine der know-how-trächtigsten Wirtschaftsnationen sorgen wir so auch weiterhin dafür, dass die Ideen unserer Spitzenforscher und Tüftler im eigenen Land entwickelt und auch hier nachhaltig zum Erfolg geführt werden. Zweitens, mit dem Förderprogramm EXIST unterstützen wir gezielt die Gründerszene im Hochschulumfeld. Wir setzen auf Forschergeist, wir setzen auf Mut und wir setzen auf Einsatzbereitschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese passgenauen im Einzelplan festgeschriebenen Maßnahmen setzen richtige Anreize und Rahmenbedingungen und somit Akzente für die zukünftige Entwicklung der gesamten deutschen Wirtschaft. Wir vertrauen der Wirtschaft, meine Damen und Herren. Übrigens, laut einer kürzlich veröffentlichten Studie ist Made in Germany eines der maßgeblichsten Kaufargumente für die deutschen Verbraucher. Das Vertrauen in die deutsche Wirtschaft ist also auch in der Gesellschaft da.
Kein Wunder also, dass die Stimmung gut ist. Kein Wunder also, dass junge, qualifizierte Menschen aus aller Welt Deutschland als Ausbildungsstandort vermehrt in Betracht ziehen. Kein Wunder also, dass wir im internationalen Vergleich so gut dastehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber auch in Zukunft dürfen wir uns nicht auf dem Erreichten ausruhen. Kürzlich unterhielt ich mich mit einem Gründer eines sehr erfolgreichen Start-ups. Er hat den Standort und die finanzielle Erstausstattung und Unterstützung ausdrücklich gelobt, beispielsweise über Gründerkredite. Das Paradoxe, als sich der Erfolg dann wirklich einstellte und für die Expansion ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag nötig war, gab es keine Deutsche Bank, keinen Finanzierer, der das weitere Wachstum unterstützte. Er sei als Geschäftsführer mit Ende 20 einfach zu jung und damit zu risikoreich. Ähnliches Beispiel. Was wäre oder wie wäre es wohl Mark Zuckerberg vor 10 Jahren in Deutschland ergangen, hätte man ihm, der gerade Anfang 20, hätte man ihm einen Kredit in Höhe von 1 Millionenbetrag gewährt, um Facebook aufzubauen, das heute auch für uns Politiker unerlässlich geworden ist. Oftmals passen Vertreter der neuen Gründerzeit nicht in unser Rollenbild vom erfolgsversprechenden Macher. Es sind nicht nur, aber vor allem in der IT-Branche oftmals junge Leute Mitte, Ende 20, die tolle Ideen haben, aber oftmals vermeintlich noch grün in den Augen vielen hinter den Ohren sind. Ich finde es richtig, dass wir mit der digitalen Agenda einen neuen Weg gehen und auch die Gesellschaft vom Vertrauen in junge Gründer, meine Damen und Herren, überzeugen. Künftig nutzen wir unsere Chancen hier noch besser, denn Kreativität ist der Treiber unseres Wohlstands, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich von der Gründerszene, also dem neuen deutschen Mittelstand, spreche, spreche ich mit nicht nur von der IT-Branche, sondern auch von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, die tolle Ideen in klassischen Branchen hervorbringen. Beispielsweise Landwirtschaft. In meiner Heimat, in Rheinhessen, gibt es viele Jungwinzer, die massiv in hochinnovative Ideen und somit die Zukunft ihrer Familienbetriebe investieren. Sie sind damit nicht nur Botschafter meiner Heimat, sondern mit ihren Produkten auch hochinnovative Botschafter für unser ganzes Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Rheingau nicht zu vergessen, da können wir noch die Mosel zunehmen und viele andere. Das ist das Erfolgskonzept unserer Wirtschaft, das Miteinander unseres traditionellen Mittelstands mit dem neuen deutschen Mittelstand. Weltweit ein einmaliges Modell. Unser Ziel muss es also auch in Zukunft sein, auf jahrzehntelange Erfahrung zurückzugreifen, von diesen zu profitieren und gleichzeitig offen zu sein für neue Ideen. So können wir Netzwerke zwischen Industrie, Forschung und Gründerszene noch stärker befördern. Damit stärken wir unsere Position und unsere Wettbewerbsfähigkeit, die Chancen eröffnet und die Industrie 4.0 maßgeblich nach vorne bringt. Mit Blick auf den Einzelplan Wirtschaft und Energie stelle ich fest, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir tragen an den geeigneten Stellen den neuen Herausforderungen Rechnung. Wir setzen die richtigen Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft. Wir schaffen Anreize für Neugründungen. Als junger Bundestagsabgeordneter sage ich, Wirtschaft braucht Vertrauen. Gerade zu Beginn verstärkt die junge Generation unseren neuen deutschen Mittelstand. Mit dem Haushaltsplan untermauern wir unser Vertrauen in die deutsche Wirtschaft. Ich finde, wir sind auf einem guten, ich finde, wir sind auf dem richtigen Weg. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Kollege Metzler, nicht nur Ihre Fraktion, nicht nur Ihr Koalitionspartner, sondern das ganze Haus gratuliert Ihnen zu Ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag. Und da Sie Winzer sind, wünsche ich Ihnen auch noch einen guten Jahrgang. Mitbringen. Ja. Ja, ne? Aber ist doch Fastenzeit. Aber Jan Metzler wird jetzt hier beglückwünscht von den Seinen für die erste Rede. Auch das passiert hier in diesen Tagen immer mal wieder. Der nächste Redner jetzt hier, auch ein junger Abgeordneter der CDU-CSU, Andreas Mattfeld. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, wir haben eben den Haushalt vorgestellt bekommen. Wir haben sehr viel gelernt.
Wir haben gelernt, wie wichtig Wein auch für die Wirtschaft in Deutschland ist und von der Mosel deshalb auch von meiner Seite, auch wenn ich da nicht herkomme, aber mein Betrieb dort unten ansässig ist, die herzlichen Grüße. Ja, meine Damen und Herren, der Haushalt ist vorgestellt und nun kommen wir Haushälter häufig gemeinsam mit den Fachkolleginnen und Kollegen und stellen eben vieles noch einmal auf den Prüfstand. Wir machen das eben nicht, um das Ministerium, Frau Tsipras ist noch da, zu ärgern oder gar den Minister zu ärgern. Nein, es ist die urgeheimste Aufgabe von uns Parlamentariern, alle gemachten Vorschläge auf den Prüfstand zu stellen und eben auf absolute Notwendigkeit hin zu überprüfen. Und ich betone das immer wieder, dass es nun einmal in den Entscheidungsbereich von uns Parlamentariern fällt, die von den Steuerzahlern hart erarbeiteten Mittel so sinnvoll und so effektiv wie möglich eben zum Wohle der Menschen in unserem Land einzusetzen. Und der Etat des Bundesministers Gabriel ist gegenüber, das haben wir gehört, dem Entwurf aus dem vergangenen Jahr um ca. 1,3 Milliarden Euro angewachsen. Und dieser anständige Aufwuchs liegt eben an der Übernahme der Zuständigkeiten für die Energiewende, für die CO2-Gebäudesanierung und die Zuständigkeit für die neuen Länder. Und übrigens ist diese Aufgabenverlagerung aus den anderen Ministerien eine Herkulesaufgabe, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Häuser mit Bravour geleistet wird. Und hierfür auch von meiner Seite einmal herzlichen Dank dafür. Und ich sage auch, diese Aufgabenverlagerung ist nach meiner Einschätzung absolut notwendig, wenn denn die Energiewende, über die heute viel diskutiert worden ist, im vorgesehenen Zeitrahmen realisiert werden soll. Meine Damen und Herren, der Bereich Energie und Nachhaltigkeit ist mit Mitteln in Höhe von 2,9 Milliarden Euro das größte Kapitel im Etat. Aber es ist eben nicht nur zahlenmäßig das größte Thema in diesem Etat, sondern die Energiewende wird uns in den kommenden Jahren als das zentrale Projekt begleiten. Und es ist wohl die größte Herausforderung in dieser kommenden Legislaturperiode. Der endgültige Ausstieg aus der Kernenergie muss weiter umgesetzt werden. Der Anteil der erneuerbaren Energie am Strommix erhöht. Stromtrassen müssen gebaut werden. Die Frage der Entsorgung des Atommülls soll gelöst werden. Und der Abbau der Kernkraftwerke soll vorbereitet werden. Und das alles soll sich natürlich in einem finanziellen Rahmen abspielen, der eben die Strompreise nicht weiter steigen lässt. Und liebe Frau Tsipras, das hört sich spielleicht an. Ich glaube, Sie haben da eine gehörige Aufgabe. Nein, ich sage Ihnen, das ist sicherlich alles andere als leicht. Das ist ein gemeinsamer, enormer Kraftakt, der uns allen viel abverlangen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und gerade vom Bau der Stromtrassen werden natürlich die Bürgerinnen und Bürger ganz besonders sichtbar auch betroffen sein. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Denn in meinem Wahlkreis wird die geplante Südlink-Trasse diesen Wahlkreis zum Teil erheblich quer. Nun erwarten natürlich ganz viele in unserem Wahlkreis, dass ich mich eben gegen den Bau dieser Stromtrasse stelle. Und übrigens gibt es bei diesen Dagegenbefürwortern zahlreiche Schnittmengen mit denen, die auch vorher lautstark Atomkraft Nein, danke geschrien haben. Nein, eine Dagegenpolitik ist eben keine verantwortungsvolle Politik. Im Gegenteil. Ich sage, wir brauchen diese Trasse dringend. Und es gab gerade nach der Katastrophe des Kernkraftwerkes in Fukushima eine fast schon übergroße Mehrheit in der deutschen Bevölkerung, die die Energiewende wollte und mit allen Konsequenzen mitgetragen hat. Und der Bau der Stromtrassen gehört nun eben zwingend dazu. Wenn wir Ja sagen zu erneuerbaren Energien, dann sagen und müssen wir auch Ja sagen zu den Stromtrassen. Und eine Dagegenpolitik, Herr Krischer, von den Grünen, die Sie auch gerne hierzu in den Verbänden vor Ort vertreten. Das hilft uns nun eben nicht weiter. Und dies gilt, das sage ich auch mit einem Blick auf meine bayerischen Freunde, das gilt auch ganz schonungslos natürlich für das selbstbewusste Bundesland Bayern. Und dabei ist es selbstverständlich darauf zu achten, dass der Trassenbau möglichst verträglich für Mensch und Natur geschieht. In meinem Wahlkreis zum Beispiel sahen die Ursprungsplanungen vor, dass die geplante Trasse mitten durch zwei Waldkindergärten verlaufen soll. Und das besorgt natürlich nicht nur die Eltern. Und deshalb begrüße ich sehr, dass der Netzbauer TenneT hier bereits nach Alternativverläufen sucht. Meine Damen und Herren, die Große Koalition ist gerade dabei, zwingend notwendige Korrekturen, das haben wir gehört, am EEG vorzunehmen. Und die Energiewende muss eben so ausgestaltet werden, dass weder Verbraucher noch Industrie über Gebühr belastet werden und trotzdem die avisierten Ziele erreicht werden. Ich selbst
bin nun nicht nur privater Stromverbraucher, sondern, das wissen viele, ich komme aus der Lebensmittelindustrie. Und da bekomme ich die eben in Deutschland sehr hohen Stromkosten, im Gegensatz zu vielen anderen auch europäischen Nachbarländern täglich zu spüren. Strom ist, und das ist an die Adresse der Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Strom ist zumindest bei uns im Betrieb ein sehr hoher Kostenfaktor in der Produktkalkulation. Und wir stehen im Wettbewerb mit Produzenten aus der Tschechei, aus Frankreich, aus Polen, hier um die besten Plätze im deutschen Lebensmittelhandel. Und ich empfehle Ihnen dringend, sich ernsthafter einfach auch mal mit dem Mittelstand zusammenzusetzen. Ich jedenfalls mache das täglich. Ich mache das täglich. Ich erlebe dabei intensiv, auch übrigens bei guten Freunden, wie darüber nachgedacht wird, Produktionen ins Ausland zu verlagern. Sie können das, und das haben Sie heute ja auch wieder gemacht, Sie können das anzweifeln. Ich sage Ihnen aber, das sind keine durchgeknallten Typen, die hier nur die Politik aufschrecken wollen. Nein, es geht hier um reale Existenzangst, es geht um Arbeitsplätze. Das dürfen wir uns doch nicht gehen lassen. Und unsere Nachbarländer haben hier Fehler gemacht und haben vielfach die Industrie einfach ziehen lassen. Viele bereuen dieses heute bitter, wie zum Beispiel Großbritannien. Dort reden wir heute von einer Reindustrialisierung. Großbritannien lässt sich diese Reindustrialisierung richtig was kosten. Ich halte persönlich einen solchen Weg für Deutschland nicht für erstrebenswert. Und deshalb meine Bitte auch an die Grünen. Besinnen wir uns auf unsere Vernunft. Unterstützen wir Handwerk, Mittelstand und Industrie zum Wohle von uns allen. Und meine Damen und Herren, diese Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, eben nicht nur die großen Unternehmen, sondern ganz besonders, und da widerspreche ich dieser Seite des Hauses, Herr Klaus, ganz besonders die mittelständischen Unternehmen zu unterstützen. Denn wir wissen, kleine und mittelständische Unternehmen, vor allen Dingen aber auch Familienunternehmen, sind die Stütze unserer Wirtschaft. Gerade bei der letzten großen Wirtschaftskrise war es doch der Mittelstand, der eben dafür sorgte, dass Deutschland schneller als andere Staaten die Krise überwunden hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mittelständler sind es, die in Deutschland zahlreiche Arbeitsplätze stellen, diese auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten halten und eben immer noch neue schaffen. Und deshalb haben wir nicht lange gezögert, und wir haben eben im Vorgriff auf den Haushalt 2014, und deshalb ist es eben falsch, was Sie gesagt haben, wir haben im Vorgriff 2014 Gelder für die Mittelstandsförderprogramme vorab freigegeben. Diese Vorabfreigabe war zwingend notwendig, denn hierdurch werden Arbeitsplätze erhalten und sogar noch neue zahlreiche geschaffen. Und auch wenn für einige im Land natürlich eine Koalition aus CDU, CSU und SPD scheinbar seltsam erscheint, Sie sehen hieran, dass diese Koalition eben nicht nur redet, sondern sie handelt ganz praktisch und schnell, und zwar dort, wo es notwendig ist, meine Damen und Herren. Allerdings darf bei einigen Förderprogrammen die Frage erlaubt sein, ob gewährleistet ist, dass die vorhandenen Mittel nicht wahllos mit der Gießkanne verteilt werden. Und mir ist bei der Förderung ganz persönlich wichtig, dass am Ende eben dauerhaft Arbeitsplätze gesichert und aufgebaut werden. Und ein, nicht nur ist es angesprochen in meinem Wahlkreis, sondern deutschlandweit erfolgreiches Förderprogramm ist das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand. Dabei handelt es sich eben um ein Programm, das unbürokratisch Mittel für kleine und mittelständische Unternehmen bereitstellt, damit diese Technologien verwirklichen können, zu denen sie sonst nicht in der Lage gewesen wären. Und seit Bestehen dieses Programms 2008 wurden Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Umfang von über 7 Milliarden Euro initiiert. Und was für mich viel wichtiger ist, zwischen 2009 und 2011 wurden hierdurch bis zu 70.000 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen. Und ich nenne das zumindest einen großartigen Erfolg, meine Damen und Herren. Und wenn wir gerade über Arbeitsplätze sprechen, so habe ich schon registriert, dass ein großer Flugzeugbauer stark von Fördergeldern profitiert. Diese Unterstützung der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie zahlt der deutsche Steuerzahler natürlich in Erwartung darauf, dass hiervon Arbeitsplätze in unserem Land gesichert werden. Ich sage aber auch deutlich, nicht akzeptabel ist es, dass wir Unternehmen Steuergeldern in enormer Höhe zur Verfügung stellen und auf der anderen Seite Arbeitsplätze ins Ausland hier verlagert werden. Kein Politiker in diesem Land kann es verantworten, dass Unternehmen in Deutschland Steuergelder erhalten und hier von Arbeitsplätzen in einem anderen Land finanziert werden. Diese Entwicklung werden wir in den Augen behalten. Und ich sage das auch vor dem Hintergrund vor Zahlung einer deutschen Kofinanzierung zum Bau der Stadtbahn in Ho Chi Minh City. Obwohl hier bereits 20 Millionen Euro von 86 Millionen deutschen Geldes geflossen sind, ist von dieser Stadtbahn
im Stadtbild von Ho Chi Minh City nichts erkennbar. Zwar sollen deutsche Unternehmen von der Auftragsvergabe Frau Tsipras profitieren, ob aber allerdings jeweils was realisiert wird, scheint zumindest heute fraglich. Und deshalb freue ich mich auf den Bericht aus dem Ministerium, wenn der Minister bei seiner kommenden Südostasien-Reise hier einen Bericht uns bereits zugesagt hat. Meine Damen und Herren, dieses Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, dass gerade wir Haushälter sehr stark darauf achten müssen, welche Projekte auch in den künftigen Beratungen in die Förderung aufgenommen werden. Ich jedenfalls freue mich sehr auf die anstehenden Haushaltsberatungen, lade die Opposition ein, konstruktiv hieran mitzuwirken und freue mich auf gute, sachliche Haushaltsberatungen. Herzlichen Dank.